Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt zum ersten Mal im neuen Jahr. Wir sind Groß zurück. Neues. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Es fühlt sich gut an, eigentlich genauso wie letzte. Ändert sich bei dir irgendwie was im Kopf, wenn das neue Jahr anfängt? Ist das für dich so ein Ding, Julian? Klar, wenn das neue Jahr anfängt, dann ist alles anders. Du bist ein neuer Mensch, du hast eine neue Chance im Leben. Du kannst alles verändern, neue Vorsätze dir vornehmen und aus dir eine bessere Version von dir selbst schaffen. Ist doch das klar. Das klingt echt richtig gut. Ich muss sagen, schreckt mich auch gerade selber ein bisschen an. Hast du dir Vorsätze gemacht fürs neue Jahr oder bist du da ganz auf entspannt unterwegs? Ich habe mir null Vorsätze gemacht. Tatsächlich. Auch wenn das gerade anders klang. Naja, nee, finde ich gut. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr gute, sehr, sehr schöne Feiertage. Bin mal wieder richtig runtergekommen. Ich glaube, wir sind irgendwie am 22. Dezember oder so losgedüst. Ellie und ich in Richtung Family haben erst 5 Weihnachtsfeste nacheinander durchgerockt. Das ist, glaube ich, ein neuer persönlicher Rekord. So 5 Tage in Folge Weihnachten gefeiert. Obwohl es eigentlich nur Heiligabend und 2 Weihnachtsfeiertage gibt. Aber wir haben uns davon nicht irritieren lassen, sondern einfach durchgerockt. Und danach haben wir erstmal Urlaub vom Feiern, Feiertage feiern gemacht. Also Feierurlaub quasi. Feierurlaub, genau. War ein bisschen in Österreich unterwegs, haben da zusammen mit Anita auf dem Reiterhof ins neue Jahr gefeiert. Super lustig, hat echt viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ich hatte das komplette Kontrastprogramm, weil ich hatte so richtig das Bedürfnis, mal richtig runterzufahren, zu mir selbst zu finden, mich zu erden, du weißt. Nee, aber ich habe Weihnachten mit der Familie gefeiert in Ostfriesland. Das war auch mega entspannt und richtig schön. Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass ich gegen Hunde allergisch bin. Ja. Man sagt ja, alle 7 Jahre ändert sich der Körper, ne? Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ich bin vor 7 Jahren zu Hause ausgezogen. Wir hatten immer 2 Hunde, aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja, krass. Ich habe tatsächlich auch, weil ich die in letzter Zeit häufiger auch mal so ein bisschen Probleme hatte, so eine allergische Reaktion, mal einen Allergietest gemacht. Das war richtig gruselig. Da gehst du zu so einem Arzt hin, ja, und sagst so, ja, hier einmal bitte Allergietest. Und er so, kein Problem. Malt dir so ganz viele Nummern auf den Arm und dann piekst er dir mit verschiedenen Salzsäuren und anderen Kram so in den Arm rein und schaut, wo dein Körper reagiert, wo du quasi einen Ausschlag von bekommst. Oh. Und dann gibt's halt so 5 verschiedene Sachen und ich guck so meinen Arm an, guck so den Arzt an. Ist es normal, dass es überall ausschlägt? Scheiße. Ich war jetzt nicht überrascht davon. Es kam so im Endeffekt raus, so, ja, ich bin gegen Gräser ziemlich allergisch, aber dass ich Heuschnupfen habe, wusste ich schon immer. Aber scheinbar auch mega gegen Hausstaub und Milben. Da muss in Zukunft noch sorgfältiger geputzt werden. Gegen Hunde ein bisschen und gegen Katzen ganz doll. Dann sehe ich das Ergebnis so und sag so, oh. Also, was ist denn so? Naja, meine Frau hat Katzen und liebt die Katzen über alles. Und er so, naja, dann müssen sie ihr jetzt irgendwie erklären, dass sie die Katzen loswerden muss. Ich so, oh, ich glaube, das geht nicht. Jetzt aber muss man mal gucken, nicht auch wie so man an der Stelle weitermacht. Ja, ja, genau. Du kannst so eine Immunisierung machen oder so. Falls irgendjemand von euch mal Erfahrung mit sowas gemacht hat, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, weil ich habe auch so direkt den Arzt gefragt, ich brauche eine Immunisierung. Unbedingt, meine Frau bringt mich um, wenn ich ihr sage, dass die Katzen aus dem Haus raus müssen. Und er meinte so, nee, das ist alles Hokuspokus, das bringt nichts, machen Sie da keine Immunisierung. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem versuchen, weil es ist, ja, die Liebe zu den Katzen ist sehr, sehr stark. Ja, aber ich meine, das hast du ja nicht seit heute, oder? Diese Allergie und die Katzen sind ja bei euch. Wie drückt sich denn das jetzt aus? Naja, ich habe dann auch war noch so eine andere Ärztin so, ich meinte auch so, naja, keine Ahnung, habe die Katzen schon relativ lange und ich habe das Gefühl, meistens, sobald ich erstmal wieder ein paar Tage mit denen in Kontakt bin, geht's. Und die meinte dann so zu mir, ja, das kann so oder so passieren. Manchmal gewöhnt sich der Körper dann an die Katzen und dann ist alles in Ordnung. Manchmal kann es dann aber auch einfach kippen und irgendwann bist du unsterblich, bist du so sterbenskrank einfach so. So, okay, okay, passt. Ja,
Also willkommen im Medizin-Crewcast, Leute. Heute die Doktorausgabe. Julian, wann warst du das letzte Mal beim Zahn? Na, Spaß. Ich war letztes Jahr mit Bonusheft da, natürlich. Ach, geil, geil. Natürlich ja. Direkt dann eintragen lassen. Richtig. Jedes richtig Jahr unwichtig. Einmal. Klar, klar. Ja. Ja. Nee, aber war gut. Ich war ja dann jetzt erstmal im Urlaub. Anita hat zum Glück nur 9 Katzen oder so. Aber es geht, es geht. Ich bin klargekommen, man kann ja auch so Allergietabletten nehmen und so, dass man nicht komplett ausrastet. Und die Katzen sind auch alle sehr, sehr süß bei ihr. Also das ist so mein Problem. Ich bin da selber auch sehr hin und her gerissen, weil ich liebe Katzen selber auch. Und wenn so eine süße Katze da irgendwo lang läuft, dann muss man die einfach knuddeln. Also ich kann da gar nicht widerstehen. Ja, überleg dir mal, bei uns war es jetzt ja so, dass ich noch gegen den Hund allergisch bin, der mich halt schon seit jetzt Jahren kennt. So, und ich so, oh, komm nicht zu nah. Und die freut sich so, dass ich komme. Ich so, komm nicht zu nah. So, nein, aber dann drückst du die halt trotzdem und dann nimmst du es halt in Kauf. So, das ist halt dann nun mal so. Ja, aber gut. Aber ansonsten, Julian, ich glaube, ich brauche auch noch eine kleine Kaufberatung von dir. Ja, immer gerne. Ich habe nämlich jetzt die letzten Tage auch tatsächlich mit Technik ein bisschen verbracht. Ich habe im Urlaub eigentlich so komplett Technik und YouTube-Detox gemacht. Ich habe noch so meine Jahreszusammenfassung ready bekommen und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir mal 5 Tage Technik-Stopp, so gesehen. Aber es gab doch ein Technikprodukt, das sich da in diesen 5 Tagen sehr bei mir etabliert hat, und zwar der Thermomix. Ja, ich habe die ganze Zeit Anita damit genervt, wie geil die neuen M1 MacBooks sind, weil sie sich noch relativ knapp vor dem Wechsel ein voll ausgestattetes 16-Zoller gekauft hat. Und ich so, du musst wechseln, das ist so viel besser. Guck, der Akku hält ewig, guck, der Lüfter ist leise. Und sie wollte dann quasi zurückschlagen und mich mit dem Thermomix anstecken. Und ich glaube, sie hat es ganz gut geschafft. Wir haben Pizza gemacht, wir haben Ravioli selber gemacht mit Teig, wir haben Pesto selber gemacht. Wir haben Steaks gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht. Das hat so viel Bock gemacht. Das ist nur die Frage, Thermomix oder Bosch Cooket? Ja, da bist du ja bei uns hier auf dem Home Own Galaxy Channel absolut richtig aufgehoben. Nee, also das waren ja so diese beiden Küchengeräte, die wir auch mal getestet haben. Mhm. Und also ich glaube halt, für dich, es kommt halt drauf an, was du machen willst. Der Cookit, der hat halt noch unten so eine glatte Fläche. Mhm. Da kann man halt auch Sachen anbraten und generell passt da auch mehr einfach in den Topf rein. Mhm. Aber ihr seid ja eigentlich auch eher zu zweit, so was Kochen angeht. Ja, und ich bin jetzt auch nicht, finde es jetzt auch nicht verkehrt, dann noch weitere Geräte hinzuzuziehen. Ich glaube, was mich halt mega catcht, ist so, wenn die App-Anbindung möglichst gut ist. Ja, die App-Anbindung ist jetzt aber auch nicht scheiße bei dem Bosch. Also was gefällt dir denn am Thermomix am besten? Die App-Anbindung? Keine. Na, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Vielleicht muss ich mal, habt ihr noch beide da? Nee, leider nicht. Das war ein Testgerät, ein Leihgerät, das musste wieder zurück. Weiß auch nicht, was die jetzt damit machen. Ich schaue mir einfach euer ausführliches Vergleichsvideo nochmal an, ja. Dafür ist es ja da. Genau, aber man kann halt sagen, der Thermomix hat ein etwas größeres Display und der hat halt dieses Drehrad, das ist ganz geil. Bei dem Bosch musst du immer so mit deinen Patschefingern auf dem Touchscreen dann rum. das ist dann eine schmierige Angelegenheit schnell mal. Ja, und ansonsten, ich glaube, bei den Gerichten hat sich sehr viel getan. Am Anfang war es beim Bosch ein bisschen dünn mit den Rezepten. Mhm. Also so viel wie beim Thermomix wird es immer noch nicht sein, aber die haben da auf jeden Fall nachgelegt. Ja, keine Ahnung. Das ist auch bei mir so eine Sache, ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich immer so, naja, brauche ich Technik in der Küche auch noch? Aber leider glaube ich schon. Aber das Killer-Feature. So, so geil ist es doch gar nicht. Und dann machst du so in 5 Minuten einen kompletten Teig für selbstgemachte Ravioli und ein komplett frisches Pesto dazu und denkst dir so, ja, okay, vielleicht brauche ich es doch. Naja. Aber das Killer-Feature beim Cookit ist, dass du Popcorn machen kannst. Das habe ich so gefeiert. Echt? Das hab ich so häufig gemacht, ja. Okay, und das kann der Thermomix nicht, ja? Nee, das kann der Thermomix, glaube ich, nicht. Okay, das ist ein starkes Argument. Ja, das. Gerade so in Corona-Zeiten mit Kino ist ja sowieso schwierig und eigentlich bin ich großer Kino- und Popcorn-Fan. Und auch wenn du Popcorn mit einem Topf machst, ist es halt immer mega viel Schmutz, finde ich. Und bei dem Cookit geht's echt fit. Gut.
Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich schaue mir euer Video nochmal an und ich berichte dann gerne hier, wenn ich für mich persönlich eine Entscheidung getroffen habe. Ja, das Video, das geht richtig gut. Ich glaube, vor dieser Frage stehen gerade sehr viele Leute. Ich glaube, wenn ich jetzt bei mir hier in die Analytics gucke, ist es gerade, auf Platz 1 der aktuellen Aufrufe. Dieser typische Feiertage-Effekt, glaube ich. Ja, ja. Leute besuchen Freunde und Familie irgendwie zu Hause. Und wenn man so ein Ding hat, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Tesla, dann will man auch allen zeigen und erklären, wie geil das ist. Und das ist so ein Ding, probier einmal einen Thermomix aus und 10er, dass du es danach nicht super cool findest. Die Top 3 Videos, die gerade bei mir zu jedem jetzigen Zeitpunkt am häufigsten aufgerufen werden, sind alles drei solche Feiertagsthemen. Das erste, Bosch Cookit versus Thermomix. Das zweite, einfach direkt Platz 1. Xbox Series X versus Series S. Auch Klassiker. Hast jetzt Zeit zum Zocken, willst zocken. Und dann noch, warum ich mir das Tesla Model 3 gekauft habe. Das sind gerade die Top 3 Videos von den Aufrufen. Ja. Und Platz 4 ist dann MacBook Pro Review. Ist auch noch so ein bisschen so ein Thema. So, wo du dich dann jetzt informierst. Krass, ja, heftig. Bei mir ist einfach Nordkap-Doku, immer noch. Ich find's super krass. Na. Ja gut, aber das ist ja auch so eine Sache, wo man jetzt vielleicht dann noch Zeit hat, es sich so gemütlich anzugucken. Ja, und es ist auch so schön winterlich natürlich. Ja, absolut. Tesla im Schnee, dies, das. Und wenn, ja. Na. Aber gut, so ist es, ne? So ist es. So ist es. Und so war's im Endeffekt. Ich hatte einfach ein paar schöne Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir einfach Spaß gemacht, ich bin gut erholt und ich habe richtig Bock aufs neue Jahr jetzt und mal wieder richtig durchzuziehen. Du, ich hatte dieses Jahr, oder eigentlich noch letztes Jahr, ne? Wir hatten ja letztes Jahr dann noch die Liste abgeschlossen, ne? Mit unseren, unsere Top-Liste, Highlight-Liste im letzten Crewcast. Mhm. Und eigentlich jetzt wäre noch eine Sache dazugekommen. Deswegen muss ich die hier noch mal kurz nachreichen. Denn tatsächlich war das jetzt das erste Jahr, wo ich an Silvester zu zweit auf der Couch verbracht habe. Das habe ich noch nie gemacht. Oh, und wie war's? Ich muss sagen, es war sehr chillig. Also normalerweise kennt man ja Silvester immer so mit hier dicke Feier, hier entweder Familienfeier, mit Freunden feiern, irgendwo hin. So, und dieses Jahr haben wir uns gesagt, so, nee, wir wollen nicht so viel machen. Und auch gerade mit Corona und so weiter und so fort einfach so ein bisschen kürzer treten. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, wir hatten jetzt schon die Weihnachtsfeier, das reicht. Da müssen wir nicht nochmal Silvester nochmal irgendwie was machen. Und haben uns dann einfach auf die Couch gelümmelt und dann an Silvester so ein bisschen aus dem Fenster geguckt. Waren tatsächlich noch sehr viele Böller da und Raketen, wo ich gedacht habe, wo haben die Leute das alles her? Also, so, keine Ahnung, lagern die das im Keller so oder holen die das aus Polen oder weiß der Geier? Auf jeden Fall waren noch, auf jeden Fall zweimal, genügend Raketen am Himmel und es war echt chillig. Also dann noch zwei richtig schöne Filme geguckt. Don't Look Up haben wir geguckt auf Netflix. Mhm. Hast du auch gesehen? Habe ich auch gesehen, ja klar. Ich meine, das ist so, es war Urlaub, alle hatten Zeit und es war ja der große Highlight-Film. Genau. So, das musste ja eigentlich. So, die haben den perfekt platziert. So, das Erste, was ich irgendwie, bevor ich irgendwie wusste, um was für eine Story es geht, haben wir einfach nur irgendwie, ich glaube, Anita so von dem Cast erzählt, so, wer da alles mitspielt. Und ich dachte mir einfach nur noch so, WTF, die haben ja wirklich jeden Big Star da irgendwie reingezogen. Ja. Also, großes Budget schien für den Film am Start gewesen zu sein. Und dann natürlich noch Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ein Typ, von dem man mit Fug und Recht behaupten kann, dass er aus Prinzip nicht bei schlechten Filmen mitspielt. Von daher, war ich sehr hyped. Und ich muss sagen, ich wurde auch nicht enttäuscht. War sehr unterhaltsam. Ja, das war echt der perfekte Film einfach für Silvesterabend. Das war richtig geil. Aber ich muss sagen, bei dem Film, ein kurzes Review an der Stelle. Ich hatte so einen Punkt, wo ich ihn dann doch ein bisschen trashig fand, so zwischenzeitlich. So, da hatte man so das Gefühl, oh, jetzt wird es ein bisschen trashig. Aber dann musste man sich wieder in den Hinterkopf rufen, dass es eigentlich ja um eine Message in diesem Film geht, und zwar um die Klimakatastrophe oder den Klimawandel generell. So, das ist ja eigentlich eine große Metapher gewesen, dieser Film. Und wenn man sich das in den Hinterkopf gerufen hat, war es dann eigentlich schon ziemlich genial. Aber teilweise auf jeden Fall. Es ist halt einfach der Umgang mit dem Klimawandel so ein bisschen in schnell vorgespult. So, also
Vieles, was total blöd ist, wird einem erst so richtig bewusst, wenn man es einfach mal komplett übertreibt. Ja, das ist so dieses, so Sachen, die einen langsam umbringen, da geht man dann oft ein bisschen lockerer mit um, sage ich mal. Das ist ja auch dieses so, wie wenn du so einen Frosch in einen Topf reinwirfst und dann das Wasser langsam zum Kochen bringst und er es einfach nicht merkt. So geht's, glaube ich, den Menschen auch häufig. So, und wenn du so einen Film machst und sagst so, naja, wir machen jetzt halt mal aus etlichen Jahren einfach mal 6 Monate, let's go, dann wird halt klar, wie lächerlich es eigentlich ist, die Wissenschaft bei Menschen bedrohlichen Katastrophen nicht ernst zu nehmen. Ja, das ist eigentlich auch gerade die perfekte Überleitung zu meinem ersten Thema, was ich für heute recherchiert habe. Denn tatsächlich wollte ich auch noch mal so ein bisschen über Klimaschutz reden. Ich glaube, das ist gerade zum Anfang des Jahres noch mal ein gutes Thema auf jeden Fall. Mich hat ein Freund von mir, ein alter Schulfreund, drauf aufmerksam gemacht. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend, hat auch einen technischen Hintergrund. Deswegen wollte ich mal mit dir drüber quatschen. Denn es geht jetzt gleich um eine Technologie oder ein Konzept vielmehr, was uns dabei helfen soll, den Klimawandel zu meistern oder eben ihn einzudämmen, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, du hast noch nie davon gehört. Und ich war Ich sehe es hier in der Themenübersicht und es sagt mir absolut gar nichts. Und ich war richtig überrascht, weil ich fand das Konzept eigentlich sehr schlüssig. Und da geht es jetzt gleich drum, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Da sind wir im Crewcast immer auch auf euch bei den Zuhörern gespannt. Vielleicht ist ja jemand auch in dem Thema sehr stark drin, beruflich oder so. Bin da auf jeden Fall gespannt. Wollte es jetzt mal mit dir durchdiskutieren. Denn als ich das dann bei YouTube eingegeben habe, habe ich nicht ein Video gefunden, was mehr als 10.000 Aufrufe hatte zu dem Thema. Und da dachte ich mir so, hä, wie kann denn das sein, so ein spannendes Thema, vielleicht so eine einfache, aber gute Lösung für den Klimawandel. Ja, vielleicht ist zu gut, um wahr zu sein, ne? Ja, vielleicht. Also, ich finde, solche Sachen, ich finde gerade so bei Klimawandel, du hast ja auch oft so Sachen so, ja, komm, wir machen E-Fuels, ja, komm, wir machen Wasserstoff, ja, komm, wir bauen riesige Industrieanlagen, die CO2 aus der Atmosphäre saugen und dann ist das Problem einfach weg, voll easy, oder? Und du denkst ja so, ja, klar, warum denn nicht, voll easy, oder? Und dann fällt einem auf, so, wir haben schon eine riesige Anlage, die CO2 aus der Luft zieht und die holzen wir gerade ab, weil wir Vollidioten sind. Genau. Und genau diese Befürchtung hatte ich auch, als ich das dann gesehen habe oder als ich das zugeschickt bekommen habe. So, okay, was ist das jetzt? Kann das jetzt irgendwie sinnvoll sein? Und dann habe ich mich da mehr mit auseinandergesetzt und ich habe echt viele Videos und so geguckt und mich da rein gedacht und habe aber eigentlich keinen krassen Punkt jetzt für mich gefunden, wo ich sagen würde, okay, es ist nicht umsetzbar. Ich würde sogar sagen, es könnte vielleicht sogar die günstigste Art und Weise sein, wie wir den Klimawandel meistern können. Okay, ich bin super gespannt. Hau raus. Jetzt, du hast ja schon sehr gehypt, ne? Ja, ich erkläre euch jetzt, wie wir die Menschheit retten, ja? Okay. Also hört gut zu. Nein, ich finde es einfach mal wichtig, darüber zu sprechen. Gerade wenn es halt noch so unbekannt ist, macht es vielleicht mal Sinn, das ein bisschen publiker zu machen. Klar, wir sind hier im Crewcast auch noch der Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem sehen es dann zumindest oder hören es zumindest mal mehr als 10.000 Leute. Jetzt, ich will wissen, worum es geht. Spann mich nicht weiter auf die Folter. Nee, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, damit man es besser versteht. Denn ihr müsst wissen, dass... Ich will es nur noch mal erklären, die meisten wissen es wahrscheinlich, das Problem am Klimawandel ist ja der Treibhauseffekt. Bedeutet, wir stoßen viele Gase aus und diese sorgen dafür, dass die Erde weniger Wärme abgibt. Denn die Sonne ist die größte Quelle an Wärme für unseren Planeten. Das heißt, wir haben die Sonnenstrahlen, die kommen auf die Erde, treffen auf die Erde, erhitzen die Erde, aber viele dieser Strahlen werden natürlich auch wieder ins Weltall zurück reflektiert, sage ich jetzt mal. So, und durch den Treibhauseffekt ist eben dieser Effekt geringer, was abgegeben wird. Es bleibt einfach mehr von der Strahlung bei uns auf unserem Planeten. Und dementsprechend erhitzt sich dieser halt, weil mehr reinkommt, als abgegeben wird. Ne? Yes. Wenn man das mal so als Gleichung sieht. Ich glaube, es muss sowieso mehr reinkommen, als abgegeben wird, so generell. Aber Treibhausgase machen es halt
schlimmer. Also klar, genau, wenn genauso viel... Bring das Verhältnis aus dem Gewicht. Genau, wenn genauso viel rausgehen würde, wie reinkommen würde, dann hätten wir hier dicke Minusgrade wie im Weltall. Ne? Natürlich muss ein bisschen was bleiben. Ja, ja. Aber wenn man sich das so anguckt, verändert sich das Verhältnis dadurch halt, dass jetzt weniger abgegeben wird und somit mehr als bei sollte. Uns bleibt. Genau. Genau. Und das ist halt das Problem vom Klimawandel und dem Treibhauseffekt, der ja größtenteils durch Methan und CO2 entsteht. So, und jetzt ist das, gibt es viele Ansätze, wie man das verhindern oder verbessern kann. Einmal natürlich, und das ist natürlich sehr sinnvoll zu sagen, hey, wir reduzieren einfach den Ausstoß an CO2. Man merkt aber so ein bisschen, dass das wahrscheinlich nicht schnell genug geht. Mhm. Weil ich finde, man merkt das schon, auch gerade wenn man so ein bisschen Fridays for Future und so weiter verfolgt und man dann so guckt, was macht die Politik? Und wie reagiert da zum Beispiel Fridays for Future drauf, ist sehr häufig die Reaktion, yo, cool, dass ihr was macht, aber das reicht niemals, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ja, so. Und jetzt beschließt die EU erstmal noch, Gas und Atom als supergrün zu fördern. Mhm. Geil. Also ja. Ja, das ist halt das ist das Problem. Und da muss man sich dann halt mal irgendwann überlegen, schaffen wir es wirklich, durch die Reduktion von CO2, gerade wo wir so viele, über 100 Länder auf dieser Welt sind, schafft man das? Oder brauchen wir noch andere Maßnahmen? Und ich glaube, man merkt relativ schnell, dass wir schon noch andere Maßnahmen brauchen, um das zu schaffen. So, und dann kommt man relativ schnell zum Thema Geoengineering. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja. Da gibt es dann solche Konzepte wie, man sprüht irgendwas in die Atmosphäre an Stoffen, die dann auch reflektieren und dazu beitragen, dass halt von der Sonnenenergie mehr wieder ins Weltall abgegeben wird. Das ist aber auch eine sehr schwierige Sache. Darum soll es auch heute nicht gehen. Ich will nur mal so ein bisschen die Optionen durchgehen. Mhm. Dann gibt es noch so ganz abgespacede Konzepte, wenn man mal kurz gesagt geschaut hat, den Kanal, dass man so im Weltall so Segel aufspannt und irgendwelche Reflektoren so satellitenmäßig so aufbaut. Ne? Das ist natürlich auch ganz abgespaced. Solche Varianten gibt es auch. Und jetzt, ich habe das extra so aufgebaut, weil das jetzt wirklich plump wirkt, kommen wir zu dem, worüber ich jetzt sprechen wollte. Und zwar heißt das Mere Reflection und Mere habe ich jetzt mal irgendwie so ausgesprochen, es wird wie im Deutschen das Meer geschrieben, also M-E-E-R, Reflection. Das ist ein Projekt vom Professor Yi Tao, heißt er. Ich glaube, der sitzt in Harvard. Und das hat er jetzt auch auf der COP vorgestellt. Das war diese dieser Klimagipfel in Glasgow. Mhm. Und tatsächlich hat er vorgeschlagen, dass man doch einfach große Flächen der Erde mit Spiegeln bebauen könnte, um eben die Sonneneinstrahlung direkt wieder rauszuspiegeln. So, und tatsächlich haben seine Forschungen ergeben, dass dafür 3-5% der Erdoberfläche mit Spiegeln bebaut werden müssten. Und dadurch könnte man auf das Temperaturlevel von vor der Industrialisierung zurückkommen. So, das ist... WTF. Okay. Vielleicht Frage Nummer 1. Wie viel ist das so in Quadratkilometern oder so? Ich meine, 3-5% hört sich wenig an, aber die Erde ist riesengroß, oder nicht? Ja, man muss erstmal dazu sagen, wie man das machen würde. Wahrscheinlich würde man es halt auf dem Meer und in der Wüste machen. Ne, das macht natürlich jetzt keinen Sinn, hier irgendwo einen Acker mit Spiegeln zu bebauen. So, und dass man irgendwie so schwimmende Inseln macht, die mit Spiegeln besetzt sind. Vielleicht kann man das auch mit einer Spiegelfolie machen. Vielleicht braucht man gar keine richtigen Glasspiegel. Das müsste man dann mal gucken. Das ist ja auch nur jetzt das erste Konzept und ich kann mich da auch sicherlich noch weiter einlesen. Und wenn man halt jetzt mal überlegt, Meeresanteil der Erdoberfläche ist 70%. Also da ist genügend Platz, das zu machen. Und ich glaube, Wüste haben wir so ungefähr 2% der Erdoberfläche. So, und es muss halt möglichst in einem Bereich aufgebaut werden, wo halt, also um den Äquator bestenfalls, wo es halt auch viel Sonneneinstrahlung gibt. So. Ja. Und da könnte man halt sich so ein Konstrukt vorstellen, dass man sowas halt baut. Und die Argumentation von dem Professor ist halt, dass er sagt, es gibt eigentlich nichts Günstigeres, was wir machen können, denn Spiegel sind relativ einfach oder günstig in der Produktion.
Und es würden ja auch schon weniger als 3-5% reichen, um den Effekt zu erzielen. Genau, also man muss ja nicht eine Lösung finden, die im Alleingang den Klimawandel verhindern kann, sondern alles, was hilft, hilft, ne? Genau, das ist mir sowieso mega wichtig dabei zu sagen, weil man kann natürlich jetzt sowas nehmen und dann sagen, ja, da muss ich ja gar kein Elektroauto mehr kaufen, obwohl Elektroauto sowieso ein schlechtes Beispiel ist. Da muss ich ja gar nicht mehr auf meinen CO2-Ausstoß achten. Da machen wir doch einfach sowas. Weil es ist natürlich trotzdem, selbst bei 3% oder auch nur bei 1%, mega viel an Spiegeloberfläche, die man irgendwo bauen müsste, um das zu erreichen. Aber ich denke mir halt so, es könnte eine deutlich bessere Lösung sein, als irgendwelche Stoffe in unsere Atmosphäre zu blasen oder sonst was zu machen, weil die Fläche ist ja eigentlich da. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt hier auch nicht hinstellen wie der Experte. Ich habe das nur gelesen, fand es sehr interessant und vielleicht gibt es da auch irgendwas, was man nicht bedenkt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, von allem, wie du es mir jetzt erklärt hast, finde ich auch, dass es erstmal relativ schlüssig klingt. Ja. Wenn du meinst, dass es ein Harvard-Professor ist, ist vielleicht jetzt ein bisschen amateurhaft zu sagen, oh, Harvard, dann muss es ja stimmen. Dann muss es gut sein. Aber scheint ja Hand und Fuß zu haben. Ich kann mir halt vorstellen, dass der das dann irgendwo im Detail der Teufel liegt. So, keine Ahnung, wie gesagt, 3% der Erdoberfläche klingt wenig, aber dann auf der anderen Seite wieder, das scheint echt viel zu sein. Wie viel CO2-Ausstoß kostet es, Spiegel zu produzieren und so weiter und so fort, muss man locker, aber hat der Typ locker auch gegengerechnet, der ist ja nicht blöd, nehme ich jetzt mal an. Aber ja, klingt geil, also mir würde jetzt keine offensichtliche Logiklücke auffallen. Aber nur um das mal zu verdeutlichen, wie viel Fläche das wäre. Also die USA sind 4%. Ach nee, warte, hier steht Weltbevölkerung. Warte, ich muss nochmal anders gucken. Ja. Die größten Länder der Welt nach Fläche, so. Ich hoffe, die haben hier auch Prozent angegeben. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es halt schon so ein... Ja, einfach Russland zubauen. Aber Russland ist halt nicht am Äquator. Ja, Russland ist auch zu groß. Das ist auch, glaube ich, mehr als 3... Obwohl, also 29% der Erde... Russland ist nicht so groß, wie man denkt. Das ist die Verzerrung auf der Karte. Ja. Also die Landfläche der Erde sind ungefähr 30%. Ne? Das heißt, von der Landfläche dann nochmal 10% wären das. Aber wir wollen es ja eben nicht auf dem Land aufbauen, ne? Aber nur um das sich mal vorzustellen, wie groß das ist. Ist es schon. Ja, also müsste man am Ende des Tages auf dem Meer machen. Überall anders steht es ja im Weg rum. Ja, außer halt in der Wüste. Ne? In der Wüste ist es vielleicht sogar geil in der Wüste, weil es ja die Wüste dann auch ein bisschen abkühlen würde. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, erstens, Wüste ist in der Nacht sowieso super kühl, also da wird es richtig kalt. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich mir halt vorstellen, dass du auf der Wüste echt Probleme damit hast, dass die halt zugeweht werden oder so ein Käse. So, das dass du halt, sein, dass ja. sich auf den Spiegeln dann Sand sammelt und dann den Effekt quasi kaputt macht. Das ist, glaube ich, mit Wasser einfacher zu handeln. Weil nur weil Spiegel nass werden, heißt es ja noch lange nicht, dass sie dann nicht weiter reflektieren. Ja, das, okay. Das wäre jetzt so meine amateurhafte Einschätzung, aber all in all, klingt geil. Muss ich mir unbedingt mal genauer anschauen. Ich finde das halt echt spannend, sich mal über sowas Gedanken zu machen und deswegen wollte ich es auch unbedingt mal hier mit reinbringen. Vielleicht gibt es ja, das ist ja das Coole bei so, und manchmal ist das auch das Schlechte für uns, dass so viele Leute uns zuhören, denn wenn man Scheiße labert, dann gibt es immer einen, der es besser weiß. Aber vielleicht gibt es jetzt halt hier auch jemanden, der sich damit beruflich auseinandersetzt so und der uns mal einen schönen Kommentar dazu schreiben kann, was er von dieser Methode hält. Es müssten halt dann so viele kleine Mini- Pontons im Wasser irgendwie aufgebaut werden, die irgendwie verankert werden oder so und die dann halt so eine spiegelnde Oberfläche haben und dann soll halt die Sonneneinstrahlung wieder ins Weltall raus reflektiert werden. Das ist halt das Prinzip unterm Strich. Ja. Klingt gut, aber mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Genau, falls ihr euch dazu selbst mal informieren wollt, das heißt wie gesagt Mer Reflection Project. Und könnt ihr auf YouTube mal eingeben. Wir können auch mal ein Video verlinken. Es gab nicht allzu viele nice Videos dazu, aber wir können auch mal eins hier in den Crewcast verlinken. Dann könnt ihr euch den Professor mal das erklären ansehen.
Ja. Ja. Okay. Ich hoffe nur, dass es dazu keinen ausführlichen Bericht auf Sky gibt, weil sollte das der Fall sein, kann es gut sein, dass man ihn einfach nicht anschauen kann. Ja. Ich muss nämlich hier mal ein bisschen ranten. Ich muss mal wirklich ein bisschen Wut hier rausballern. Ein bisschen mal, es macht ja auch Spaß, ein paar Sachen einfach mal ein bisschen zu haten, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte über die Feiertage das grauenvollste Streaming-Erlebnis, das ich jemals in meinem Leben hatte. Und das ist echt eine Meisterleistung, sowas hinzubekommen, dass so viele Dinge schiefgehen. Ich kann schon mal im Vorhinein spoilern, wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, um es möglich zu machen, einen Film mit Untertiteln zu schauen. Oha. Klingt nach einer simplen Sache. Bei den meisten Streamingdiensten, Netflix, Amazon, Apple TV Plus, Disney Plus, ist so Untertitel einschalten, so ein Knopfdruck. Nicht in unserem Fall. Also, was war los? Ich habe ja schon erzählt, wir waren in Österreich über Neujahr, sag ich mal. Wir haben uns gedacht, gut, lass uns alle zusammen was Nettes anschauen, mal auf entspannt so. Wir hatten irgendwie die Tage davor schon Don't Look Up geschaut und es hat mega Bock gemacht. Also wollten wir nochmal was gucken und wir hatten uns geeinigt auf ein Harry Potter Special. Es gab jetzt nämlich irgendwie so ein geiles Event, oder so eine geile Produktion, wo sie nochmal alle Schauspieler aus den Harry Potter Filmen zusammengeholt haben, um nochmal ein bisschen 10 Jahre Harry Potter oder 20 Jahre, glaube ich, nee, 20 waren es. 20 Jahre Harry Potter und ein Stein irgendwie zu feiern. Haben wir so ein Revival gemacht mit Interviews und Behind the Scenes vom originalen Film. Noch die Casting-Aufnahmen von damals gezeigt und so. Mega, mega geil. Ist halt auf Englisch produziert und wir wollten das Ganze halt mit Untertiteln schauen, damit jeder in der Gruppe auch genau versteht, was da abgeht. Und verfügbar ist das Ganze halt in Deutschland und auch Österreich nur auf Sky. An sich kein Problem. Anita hatte einen österreichischen Sky-Account und auch eine PlayStation 5, auf der gibt es eine Sky-App, die man dann benutzen kann. Wir haben den Film angemacht und dann ging es halt los auf Englisch. Und wir so, lass doch kurz die Untertitel einschalten. Ja, wie macht man das dann? Man drückt erstmal ein paar Knöpfe auf den Controller. Ich meine, irgendwo muss es ja so ein Menü geben, das von oben runter ploppt oder von unten rein ploppt oder so, wo man Sprache und Untertitel einstellen kann. Wir drücken auf diesem PlayStation-Controller rum wie sonst was. Es gibt einfach nirgendwo ein Menü. Es gibt halt den Player, du kannst halt einen Knopf drücken, dass so dieser Fortschrittsbalken zum drin rumskippen irgendwie hochkommt. Aber ansonsten gab es keine Möglichkeit, irgendwie weitere Menüs aufzurufen. Dann dachten wir so, ja, okay, vielleicht ist es einfach in den Einstellungen von der App oder bevor man den Film startet, kann man es da vielleicht auswählen. Haben da gesucht, haben nichts gefunden, ne? So sind durch die ganzen Einstellungen irgendwie von dieser ganzen Sky-App durch und schon so richtig verzweifelt, bis ich dann angefangen habe zu googeln, so richtig stumpf, Untertitel einschalten Sky PlayStation. Dann habe ich folgende Information rausgefunden. Auf Sky sind sowohl auf der PlayStation als auch auf dem Apple TV, also PlayStation 4, PlayStation 5 und Apple TV, Untertitel generell nicht verfügbar. Also das ist einfach ein Feature, das hat die Sky-App auf der PlayStation und dem Apple TV nicht. Und ja, du denkst ja so, okay, seltsam. Ja gut, dann nehme ich halt eine Plattform, auf der Untertitel existieren. Wie zum Beispiel Desktop, Smartphone oder zum Beispiel Smart TV. Denn natürlich gibt es Smart TV, auf Smart TV-Plattformen sowie Android TV gibt es Sky. Also sind wir ins Smart TV-Menü so reingegangen, ja, haben geguckt, ja, Sky X runterladen. Ja. Gab aber keine Sky X-App für den Smart TV, den wir da hatten. Ja, weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, welche Plattform es war. Es gab aber eine Sky-Ticket-App. Jetzt stellt man sich die Frage, Moment mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen SkyX und Sky-Ticket? Das eine ist bestimmt so eine alte App oder irgendwie sowas noch. Nee, das ist ein Guess, alte App. Okay, warte. Drumroll, SkyX ist Österreich, Sky-Ticket ist Deutschland. Ach so, okay. Ja, wenn du in Österreich Sky gucken willst, musst du eine andere App nutzen. Da geht's Sky Ticket gibt's da nicht, da gibt's dann Sky X. Ja, war dann okay. Blöd und wir so, naja, wir haben eigentlich nur einen österreichischen Sky-Account, was machen wir jetzt?
Ah, dann große Rettung. Jonas Freundin hat sich daran erinnert. Ah, nee, warte, ich habe einen Sky-Ticket-Account, den ich nehmen kann. Gar kein Problem. Gut, loggen wir uns mit dem ein. Oder oh, das war Jonas' Account, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir dann auf dem Smart-TV die Sky-Ticket-App runtergeladen, uns mit dem deutschen Account dort angemeldet. Und als wir dann, hat auch geklappt so, wir waren drin. Und als wir dann diesen Harry Potter-Special starten wollten, haben wir einfach einen Error bekommen. Error, bla bla bla, irgendwie Region Lock, dies, das, darfst du nicht in Österreich abspielen. Es ist jetzt nicht dein Ernst. So, ist es jetzt wirklich dein Ernst? So Sky X App gibt's nicht. Also hat auch VPN angeschaltet oder was? Nee, das war tatsächlich nicht der Move. Wäre vielleicht irgendwie gegangen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man einen VPN auf einem Smart TV installiert, um ehrlich zu sein. Deswegen haben wir einfach an dem Punkt gesagt, gut, wechseln wir auf einen Laptop. Ja, da können wir irgendwie VPN nutzen oder sonst irgendwas so. Holen wir mal einen Laptop raus, schließen den per HDMI an und dann wird es ja sicherlich so gehen. Haben einen Laptop rausgeholt, dort die Sky-Ticket-App installiert, was übrigens mega der Abfuck ist. Das sind auch so irgendwie so 5 Installer und anderer Scheiß so. Und dann ist auch die App, die du installierst auf dem Computer, nicht so eine komplette App, sondern nur der Player. Heißt, wenn du dann wirklich was gucken willst, musst du auf der Webseite von Sky raussuchen, was du schauen willst, dann auf Abspielen drücken, dann triggert der Browser, dass diese Abspieler-App auf dem Computer geöffnet wird und die spielt es dann ab. Ja, hat sie aber auch nicht gemacht, selber Error, darfst du nicht, gibt's hier nicht. Und wir so, ja okay, dann vielleicht mal mit Sky X auf dem Computer installieren, haben Sky X auf dem Computer installiert, übrigens selber Aufbau auf die Webseite, dann startest den Player und so weiter und so fort. Ja, wenn man die Sky X App auf einem M1 Max MacBook Pro startet, dann kriegt man einen JavaScript-Error. Also diese App funktioniert einfach nicht auf dieser Plattform. Also JavaScript-Error, wirklich. Also musst du wissen, zu dem Zeitpunkt hatten wir jetzt schon irgendwie 30 Minuten lang oder so den Film pausiert mit dem Versuch, Untertitel einzuschalten. Haben schon dreimal die Plattform gewechselt. 2 verschiedene Sky-Plattformen gibt's dann irgendwie nochmal. Also Sky-Apps gibt's dann. Wir haben alles ausprobiert. So auf der PlayStation beide ausprobiert, auf dem Smart-TV beides ausprobiert, auf dem Computer beides ausprobiert und es ging nichts. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Währenddessen hat Anita irgendwie bei ihrer Sky X App auf dem Smartphone mal geguckt, ob da alles funktioniert. Harry Potter gestartet, die Untertitel gingen, alles super. Und so, oh geil, setzen wir uns jetzt alle ums Smartphone rum oder was? Nee, muss ja nicht sein, kann man ja per Airplay auf den Fernseher werfen. Ging auch nicht. Du, weißt du, was passiert, wenn man Airplay in der Sky-App startet? Eine Bildschirmaufnahme wurde erkannt. Dies ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Mhm. Okay, also du kannst es halt auf dem iPhone-Display selber gucken, aber Airplay ist nicht. Okay, das und dann hat jemand von euch Android und habt ihr es auf dem Android-Smartphone mit Chromecast gemacht? Von uns hat niemand Android. Oh ja, stimmt. Wir sind alle in unserer Crew-iMessage-Gruppe. Nee, Quatsch. Wir haben tatsächlich dann noch mal was anderes probiert, was dann im Endeffekt auch die Lösung für das Ganze war. Drumroll, wie haben wir die Untertitel eingeschaltet? Wir haben ein 13, wenn mich nicht alles täuscht, Jahre altes MacBook Pro noch gefunden, was bei denen in der Schublade lag. Und auf diesem Computer lief die SkyX-App ohne JavaScript-Error und man konnte mithilfe von einem Display-Port auf HDMI-Dongle das Ganze an den Fernseher anschließen und dann haben wir es so geschaut. Oh mein Gott. Es ist wirklich. Ich habe auch ein Foto gemacht von der Situation. Da bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil es das beste Foto ist, was die Situation unglaublich gut beschreibt. Warte, ich hoffe, ich finde das hier mal gerade noch kurz. Ich kann das wahrscheinlich hier im Crewcast sowieso nicht zeigen, aber ich möchte das mal kurz beschreiben, weil ich es einfach unglaublich amüsant fand, wie da alles in einem Foto zusammengekommen ist. Also das war wirklich irgendwie so alles in einem. Aber jetzt finde ich es gerade nicht. Hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen. Auf jeden Fall,
Mann! Oder muss das eingeblendet werden jetzt? Ich blende es ein, Leute. Zen darf es einblenden. Notiz schreiben. 40. Sonst vergessen wir das immer, Leute. Da muss immer kurz eine Notiz geschrieben werden, wann die Einblendung kommt. Um die Qualität hier zu gewährleisten. Auf jeden Fall, auf diesem Bild sieht man so viele lustige Dinge. Erstmal, ich finde schon so die Gesamtkomposition von dem Bild richtig geil. Aber dann guckt man erstmal rechts unten in der Ecke und sieht, aha, da hängt eine Mehrfachsteckdose aus der TV-Konsole raus, wo zwei MacBook-Netzteile drin hängen. Das eine Netzteil ist das von meinem M1 Max MacBook Pro, weil das tatsächlich im Prozess des JavaScript Sky X Installierens langsam dann irgendwann seinen Strom verloren hat. Aber das haben wir ja eh aufgeben müssen. Und das zweite Netzteil ist dann halt für das uralt MacBook, das dann im Endeffekt funktioniert hat. Ja, dann guckt man drüber und sieht so, aha, hier ist irgendwie ein Apple TV und noch ein anderer Apple TV, die beide nicht angeschlossen sind. Aber bringt ja sowieso nichts, weil auf Apple TV hat man ja keine Untertitel bei Sky. Dann links daneben sieht man dieses MacBook, wirklich uraltes MacBook. Da drauf ist diese fucking Sky-App mit doppelten schwarzen Rändern. Irgendwie so, du hast also einfach schwarze Ränder angezeigt. Dann diesen fetten Dongle, wo das HDMI-Kabel vom Fernseher drin steckt. Direkt daneben die PlayStation, die auch nichts ausrichten konnte, aus der wir dann das HDMI-Kabel entfernt haben, um es in den Laptop reinzustecken. Und dann noch zur Krönung links, wie Anitas Freund versucht, den richtigen HDMI-Port hinter dem Fernseher mit einer Handy-LED zu erleuchten, um zu sehen, wo dieses Kabel eigentlich genau drinsteckt. Weil obwohl wir auf dem richtigen HDMI-Port drauf waren, hat der Fernseher erstmal behauptet, dass No-Input am Start ist. Und das MacBook wollte dann nichts drauf anzeigen. Es war wirklich, es ist ein pures Chaos gewesen, alles in allem. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das muss besser gehen, Sky. Ich bin hart enttäuscht, das kann ja nicht wahr sein. Das ist echt so eine krasse. Knapp eine Stunde braucht, die Untertitel einzuschalten. Das ist echt so eine krasse Story, aber das, also in dieser Hinsicht habe ich das auch noch nicht erlebt, aber bei meinem Fernseher ist es häufiger mal so, ich benutze aber auch kein Sky, vielleicht bin ich deswegen dem Ganzen verschont geblieben, dass manchmal einfach das Internet nicht erkannt wird. So, es hat sich nichts geändert. Es ist einfach so, WLAN weg. Und dann musst du den ganzen Fernseher runterfahren und wieder hochfahren. Und dann geht's wieder. Das ist auch so ganz random. Also manchmal ist da echt der Wurm drin. Aber ich habe das Gefühl, bei solchen PlayStation- und Xbox-Apps, was so Streaming Dienste angeht, das ist sowieso immer so die letzte Ablade von denen. Das machen die so alles so. Und was ist, so ist, die, dann, was ist die denn die Hauptplattform? Prio. Was ist denn die höchste Prio? Was sollte deiner Meinung nach die höchste Prio für einen Streaming-Anbieter sein, was App-Support angeht? Ja, also ich glaube, sowas wie Android-TV, Apple-TV, ja, Chromecast, ne? Also gut. Smartphone-Apps natürlich. Dann in dem Fall kann man nur über die Smartphone-App sagen, dass sie funktioniert hat. Smart TV ging ja nicht. Also da war ja nur Sky X, Sky Ticket verfügbar, aber nicht Sky X. Ja. Dann Apple TV ging ja nicht, weil auf Apple TV werden Untertitel nicht supported. Und Smartphone über Chromecast oder Apple TV oder so an den Fernseher schicken ging halt auch nicht, weil Bildschirmaufnahme wird erkannt. Ja. Top. Gut, das wollte ich. Das musste also hier einmal kurz raus. Ich hatte seit Jahren noch nicht mehr so ein wackes Erlebnis mit Technik, wenn ich so eine Stunde meiner Lebenszeit investiert, um Untertitel einzuschalten. Das kann es echt nicht wahr sein. Ja. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank an Sky Ticket für die Unterstützung beim heutigen Podcast. Ich glaube, mit denen kann ich nie wieder arbeiten, einfach aus Prinzip. Ja, das ist aber auch echt. Auch alleine, dass es halt unterschiedliche Apps für die Länder gibt. Ist einfach unsauber programmiert. Normalerweise kannst du das ja auch innerhalb einer App dann für verschiedene Regionen. Ja, und kannst du mir mal erklären, warum ich nicht einfach auf der Web. Jeder andere Streaming-Anbieter bekommt es gebacken, vernünftigen Kopier- und Datenschutz und hast du nicht gesehen, auf einem Website-Player anzubieten. Ich meine, ich installiere mir doch keine Netflix-App auf meinem Computer, wenn ich Netflix gucken will. Nein, ich gehe auf Netflix.com und es passt so. So Disney Plus, so genau dasselbe. So jede
Jeder Streaming-Anbieter kann dir eine Website bieten, wo du deinen Scheiß gucken kannst. So, aber Sky so, nein, wir brauchen eine extra App mit JavaScript-Error, super. Ja, moin. Ja, schade auf jeden Fall. Aber nach dem ganzen Abfuck muss ich sagen, du meintest ja vorhin auch schon so, du hast noch so ein bisschen Add-ons zu der letzten Geschichte, zu unserem Jahresrückblick. Ich meinte ja schon in dem Jahresrückblick bei den Top-Filmen des Jahres, dass ich leider den neuen Spider-Man-Film noch nicht geschaut habe und ihn deswegen im Ranking nicht beachten konnte. Ja, jetzt habe ich ihn geschaut und ich fand ihn sehr, sehr geil. Hatte mehr Logiklücken als jeder Marvel-Film zuvor, muss ich sagen. So viele Sachen haben keinen Sinn gemacht. Aber das Interessante war, dass es mir als Zuschauer scheißegal war, weil der Film mega unterhaltsam war und voller geiler Momente für Spider-Man-Fans. Also wenn man generell mit Spider-Man viel anfangen kann, ist ja jetzt auch der erste real verfilmte Spider-Man-Film, der mit dem Multiversum so richtig hantiert. Und das haben sie echt richtig geil gemacht. Super viele, super coole Multiversum-Momente. Und ja, ich wollte nur einmal kurz an der Stelle noch reingrätschen und sagen, falls ihr Spider-Man mögt, so wie ich Spider-Man mag, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht enttäuscht sein von dem Film. Also können wir noch nachträglich zwei Filme hinzufügen, Don't Look Up und Spider-Man. Genau. Okay, ja, perfekt. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zum nächsten großen Themenblock in unserem heutigen Crewcast kommen. Denn vielleicht habt ihr es am Rande mitbekommen, es ist aktuell CES. Das ist somit die größte Technikmesse auf der Welt. Wir waren tatsächlich auch vor ein paar Jahren mal da. Wann war das? 2017? Ja, wann? Ach so, wann also, war das? Sorry. Wo das war, weiß ich auch gerade noch. Wo war ich da nochmal? War das in Berlin? Nee, ich glaube, das war so 2017 müsste es gewesen. Oder 2018, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir auch mal vor Ort. Ja, das wiederholt sich natürlich jedes Jahr. Dieses Jahr ist da auch einiges stattgefunden. Oder hat da einiges stattgefunden. Ja, was ja nicht selbstverständlich ist, so Corona-mäßig. Genau. Aber in USA war scheinbar kein Problem, konnte man machen. CES da gibt es kein Start. Corona, glaube ich. Ja, bestimmt. Also, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, da gibt es gerade Corona, wenn man sich die Fallzahlen so mal anguckt. Naja, aber auf jeden Fall kommen wir zu den Themen. Es wurde sehr viel im Bereich CPUs und GPUs vorgestellt. Nvidia war am Start. Intel und AMD haben natürlich ein Feuerwerk an neuen Produkten rausgebracht. Aber es gab auch ein paar kleinere Highlights. Mein persönliches Highlight ist der iX Flow von BMW. Und zwar ist das halt das Elektroauto von BMW. Ist auch eigentlich ein Konzeptauto, was aber dadurch punktet, dass seine Farbe sich ändern kann. Na, also, ihr müsst also das Auto an sich ist, glaube ich, einfach der normale iX, oder? Ich glaube auch, das Konzept ist halt dieser Lack, sag ich jetzt mal. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man den iX jetzt schon so kaufen könnte, sondern die haben daraus quasi ein Konzept gemacht, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall funktioniert das über die E-Ink-Technologie. Also das kennt man aus zum Beispiel E-Book-Readern. Das ist halt, oder zum Beispiel eine Smartwatch gibt es auch damit. Meine Freundin hat zum Beispiel eine E-Ink-Smartwatch. Okay, heftig. Ich muss sagen, ich bin gerade sehr erstaunt, weil ich habe ein Video von diesem Auto gesehen. Ja. So, das war so ein ganz kurzer Ausschnitt. Das ist so ein weißer BMW iX, der fährt so vorwärts und dann legt er den Rückwärtsgang ein und auf einmal wird der schwarz. Und ich dachte mir so, wow, geil, wie funktioniert das denn? Und jetzt erzählst du mir, dass das ein E-Ink-Display auf dem ganzen Auto ist. Ja. WTF, wie cool ist das denn? Ja, also es basiert halt auf der Technik und es kann halt dadurch von weiß bis schwarz und verschiedene Graustufen können angezeigt werden, ne? Je nachdem, E-Ink ist ja quasi, funktioniert ja elektrisch, die Pole haben unterschiedliche Farben, weiß und schwarz, können sich dann halt elektrisch switchen und dadurch kannst du dann halt Graustufen und so weiter durch eine Mischung halt auch anzeigen und so funktioniert es quasi und in diesem Lack sind dann halt diese Elemente eingebaut und können dann halt elektrisch halt auch angesteuert werden und man hat auch gesehen bei diesem Video, wenn du dir vielleicht nochmal so ein Video aufmachst, dass sie so fast schon wieder so eine Art Animation damit reingebaut haben, also es wird nicht einfach schlagartig schwarz, sondern die haben da so über das ganze Auto hinweg so eine Animation eingebaut, dass es so nach und nach schwarz wird, so oder weiß halt umgekehrt, ne? Das finde ich halt wirklich richtig abgespaced. Das klingt wirklich super cool. Das ist
Oh mein Gott, ich muss mir echt mehr Videos. Oh, da hätte ich mir echt noch mehr Videos. Ich dachte so, ja, okay, es kann halt schwarz und es kann halt weiß. Okay, klingt ja cool. Und dann habe ich halt so weitergeklickt. Aber das kann ja, also das ist ja wirklich. Oh mein Gott! Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, BMW iX Flow heißt das Ganze. Ja, also das Ding, also es macht so eine richtige Animation von hinten nach vorne. Also, es ist wahrhaftig so ein komplettes Display übers ganze Auto. Ja, und voll crazy. E-Ink hat halt den Vorteil, dass es halt, sobald es seinen Zustand gefunden hat, also eine Farbe angezeigt wird, kein Strom mehr verbraucht. Bedeutet, es ist jetzt nicht so ein Display in der Hinsicht, dass da die ganze Zeit irgendeine LED leuchtet und Strom verbraucht wird, sondern der Strom wird nur dann verbraucht, wenn sich halt der Zustand quasi ändert. Ne? Also wenn dann verbraucht einmal, wird das Ganze einmal kurz Strom verbrauchen und danach ist halt wieder gut. Und okay, das haben die halt irgendwie mit in den Lack eingebaut. Das sieht mega geil aus. Ich kenne schon Lack, der leuchten kann. Also es gibt so manche Leute, die sich so leuchtende Elemente dann so aufs Auto lackieren. Die können dann auch eine bestimmte Form haben. Also es muss nicht das ganze Auto sein, sondern du kannst ja auch, keine Ahnung, dein Logo oder sonst irgendwie was auf die Türe oder Motorhaube lackieren. Und dann kannst du halt mit an, aus das halt hell leuchten lassen, so auch in bunten Farben oder so. Aber das ist dann quasi wie so eine Neonlicht, was du dir aufs Auto drauf packst in frei verfügbaren Formen. Aber dass es wirklich so wie ein Display genutzt werden kann und richtig Animationen und Bewegungen und so darstellen kann, das ist schon super cool. Also wahrscheinlich super sinnlos, aber super cool. Obwohl. Ja. Nee, das ist gar nicht so sinnlos, wie man vielleicht denkt. Erzähl erstmal du, ich muss auch kurz sagen, so, ich habe gerade angefangen drüber nachzudenken, mir ist auch schon direkt so, ah nee, warte, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Ja, also erstmal noch so ein paar Details zu dem Auto. Ich finde es auch cool, in den Radkappen haben die es auch nochmal eingebaut. Also kleine Details, ne? Und man merkt halt, diese Animation sieht so ein bisschen so aus, als ob man in den Tunnel reinfahren würde. So von vorne nach hinten wird es dann so langsam dunkel. Und das bedeutet ja auch, dass die in der Programmierung auch wissen, welche Pixel wo verbaut sind. Ne? Weil sonst könnten sie das ja nicht so nach und nach halt sich wechseln lassen. Das heißt, die müssen das schon clever vernetzt haben und das Display quasi auch gut ansprechen können. Und zu den Use Cases ist halt der größte Use Case dann wahrscheinlich, dass du halt zum Beispiel an einem heißen Tag dein Auto einfach weiß machen kannst und sich dieses dann halt nicht so stark erhitzt. Weißt du? Also du kannst halt einfach wechseln zwischen einem schwarzen und einem weißen Auto. Und gerade im Sommer ist es natürlich schon sehr vorteilhaft, ein weißes Auto zu haben, weil das halt die Sonne reflektiert, wie wir gerade gelernt haben. Mhm. Und zurück das Licht ins Weltall schickt. Ja. Du hilfst quasi mit einem weißen Auto gegen den Klimawandel vorzugehen. Das ist richtig. Kann man hier aus... Und die Griechen, die helfen mit ihren Städten. Die sind nämlich alle weiß angepinselt und reflektieren auch wie blöd. Ja gut, ich meine, mittlerweile hat man ja bei den meisten modernen Autos riesige Glasdachfenster. Das ist natürlich dann die Frage, wie viel es dir noch bringt, wenn deine Tür weiß statt schwarz ist. Ja. Aber abgesehen davon, natürlich, das ist mega nice. Und wenn man die Auflösung von so einem Display erhöht, in Zukunft kann man ja auch die Fläche auf dem Auto nutzen, um kommunikativ Dinge zu machen. So, du kannst so, wenn du bremst oder so, noch zusätzlich so einen Stopp oder keine Ahnung was anzeigen. Du kannst, gut ist natürlich dann auch immer die Frage, was im Straßenverkehr dann legal ist und was nicht, aber du kannst es ja auch mega nutzen, dass das Auto so komplett blinkt an der einen Seite, wenn du den Blinker setzt oder so. Du könntest, keine Ahnung, irgendwie so ein Entschuldigung oder so hinten anzeigen lassen, wenn du aus Versehen jemanden die Vorfahrt genommen hast oder du, so. Wenn du deinen neuen Lambo kaufst. Das kommt im BMW bestimmt nicht vor. Wenn du deinen neuen Lambo mit dieser Technologie kaufst, kannst du auch einfach die ganze Zeit so ein Bitcoin-Logo blinken lassen. So einfach nur für den Flex. Ja, das dreht sich dann so. Der oder aktuelle so Bitcoin-Kurs wird immer auf der Motorhaube angezeigt. So Werbung schalten. Nee, aber du, ich glaube, das mit der Werbung ist gar nicht so blöd. Also du kannst ja auch über so ein System Autos günstiger machen, sage ich mal. Wenn du ein Fahrzeug wirklich für die breite Masse verfügbar machen willst, gibt es ja auch bei Smartphones, dass du so Geräte oder so E-Book-Reader, dass du die günstiger kaufen kannst, wenn du bereit bist, dir Werbung anzeigen zu lassen. Und ich hatte mal
mal auf der IAA auch so ein Konzept von so einem Lieferwagen gesehen, der halt günstiger angeboten werden konnte, weil der hinten ein großes E-Ink-Display drauf hat, um Werbung anzuzeigen. Da kriegst du dann halt irgendwie 10.000 Euro Rabatt auf deinen Lieferwagen, so voll elektrisches Ding, so um irgendwie in der Stadt Dinge auszuliefern und kannst halt deine ganze Flotte elektrifizieren, ohne dass du dafür unendlich viel Geld zahlen musst, weil du gleichzeitig auch zum Werbeträger wirst und was dann da für Werbung geschaltet wird, das ist dann im Endeffekt so wie bei Google AdSense, das entscheidet dann der Hersteller von dem Fahrzeug, das wird dann so automatisiert Interessant. Ja, gut, ich glaube, bei so einem Privatfahrzeug, weiß nicht, ob man da jetzt so viel Bock drauf hätte, weil das werden dann ja auch sehr teure Autos sein. So, ja gut, die Frage ist halt, wie günstig die werden können. Wenn man so einen fetten BMW Elektro-SUV auf einmal für 10.000 Euro bekommt, ich glaube, da lässt sich der ein oder andere dann vielleicht doch überzeugen. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das so läuft, weil der steht dann in der Tiefgarage, dann sieht den eh keine Sau. Man foliert den einfach noch. Genau, aber ich glaube, es ist halt geil für sowas wie so Carsharing-Anbieter. Dann könnten die ihr Logo so vielleicht auch drauf machen und vielleicht das Logo noch so ein bisschen animieren. Oder man könnte vielleicht auch irgendwie mit dem Display dann so anzeigen, hey, ich bin schon gemietet, ich bin reserviert, ich bin aufgeladen, ich bin leer bei einem Elektroauto. Stimmt, ja, du kommst auf in so einen Pool, wo, mein Mikrofon ist gerade abgekracht. Man kommt in so einen Pool rein, wo irgendwie ganz viele Carsharing-Autos sind und du kannst halt direkt an der Farbe von deinem Auto erkennen, so wie das ist, was dir jetzt zugewiesen wurde oder so. Genau, oder bei Carsharing, da ist das Design von dem Auto auch nicht so wichtig, dann kannst du der günstigste Carsharing-Anbieter der Stadt sein, weil die Autos auch Werbung anzeigen, während du rumfährst. Und vielleicht machen sie es auch nur, während du drin sitzt, sodass du beim Betreten des Autos die Werbung noch gar nicht siehst oder so ein Käse. Na, wenn du dich dem Auto näherst, so GPS-mäßig, dann wird's kurz ausgeschaltet, reinsetzen und dann wird's wieder angeschaltet. Genau, ja. Nee, aber also, es gibt schon Möglichkeiten, so, keine Ahnung, auch alleine so den Ladezustand anzeigen könnte interessant sein. Oder du hast so einen riesigen Flottenparkplatz und weißt nicht, welches Auto jetzt deins ist. Ladezustand ist so eine gute Idee, Julian. Holy shit. Das ist richtig geil. Du hast so dein Auto im, keine Ahnung, im Carport stehen oder so, guckst nur aus dem Fenster und siehst, wie voll dein Auto ist. Hä? Ja. Es sind natürlich alles First-World-Features. Ja, aber ich meine, Consumer Electronics Show, da geht's doch im Endeffekt um technische Spielereien. Das ist doch die. Ja, ja. Ist nee, doch die, das Motto der ganzen Messe. So, oh, sorry, eine Sache, die ich noch gelesen Parkplatz, habe. Sorry. Genau, du hast einen großen Parkplatz, suchst dein Auto und dann drückst du in der App so auf Flackern oder so und dann flackern die Farben so. So schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß und dann siehst du so, welches dein Auto ist. Ja, auf jeden Fall. Gut, könnte man auch mit der Lichthupe machen, aber ist ja, oder gut. Wenn du bremst oder so, flackert das Auto dann auch irgendwie, um den hinter dir Dollar zu warnen, ey, yo, bitte nicht auffahren oder so. Ja. Ich meine, das machen ja auch schon, der Polestar von Jonas macht das mit seiner fetten Rückleuchte, der hat ja so ein riesiges Lichtband hinten dran. Ja. Und wenn man dem zu schnell auffährt, also der Polestar fährt ganz normal nach Straßenverkehrsordnung vorbildlich im Führerschein-Bestehen-Modus, aber du fährst dem halt schnell hinten auf. Dann fängt diese fette Rückleuchte an zu blinken, um dich als auffahrendes Auto davor zu warnen, dass du da gleich in den Polestar hinten reindönerst und mal bitte ein bisschen mehr bremsen sollst. Ach was, das ist ja crazy, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, haben wir auch erst auf der Autobahn rausgefunden. Du warst dann wahrscheinlich derjenige, der hinterhergefahren ist. Kein Statement zu dieser Frage. Okay, kein Statement ist auch ein Statement. Ja, aber eigentlich, also echt spannend, das ist ja, eigentlich ist es nur so, eine, so, weißt du, so ein Konzept, was aber irgendwie echt begeistert, so. Ja. Also allein, cool, dass es geht. Ja. Ich finde es cool. Frage ist halt, wie viel das kostet, das zu machen, natürlich. Scheiße, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ansatzweise marktreif ist aktuell, weil wer würde irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Euro Aufpreis zahlen, damit sein Auto seine Farbe ändern kann? So, ist natürlich cool, aber sehr nischig. Und bis man sowas so günstig bekommt, dass Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben, muss man es ja erstmal in die Produktion geben und halt
Fortschritte damit machen. Das ist ja mit allen Technologien so. Erst baust du das Feature für die wenigen, die sich die teuersten Produkte leisten können, und dann ist es halt so ein exklusives Feature, und desto mehr und mehr Erfahrung in der Herstellung und dem Verkauf und der Massenproduktion die Firmen dann mit dem Feature sammeln, desto günstiger wird es, und dann kannst du halt in die günstigeren Kategorien runtergehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die halt mega teure Autos kaufen, das zum jetzigen Zeitpunkt dann schon ausgebenswert finden, irgendwie so ein Feature. Das ist zu so ein bezahlen. Lambo Ferrari-Feature erstmal. Ja, und dann, wenn du halt sowieso 300.000 Euro für dein Auto ausgibst oder so, dann ist. Dann ist eh scheißegal. Dann holst du dir nochmal das Carbon-Package, Carbon-Exterior-Package für 150.000 und dann nochmal on top das E-Ink-Package für 50.000 und dann rein da. Also ich meine, selbst bei einem teuren BMW, was kostet der iX? Ich weiß es gerade nicht. 50, 60.000? Boah, ich glaube, der geht bei so 70 oder so. Ach los, so, aber lass so mich teuer. Nicht lügen. Selbst ja, da ist es halt echt viel Cash. Das ist, ne? Halt, das ist halt auch ein großer SUV, ne? Das ist jetzt nicht so EQC oder Q4 Audi-Niveau, sondern das ist halt Big Boy SUV, der iX. Warte, ja. Ich muss das mal kurz gucken. Das interessiert mich jetzt auch, wo der losgeht. So ein Big Boy SUV. Naja, der startet bei 77.300, der iX. Ach ja. Und dann, ja, genau. Und dann kennt man es natürlich, das ist natürlich der ohne alles. Und wenn du halt noch CarPlay haben willst, 500 Euro Aufpreis. Wenn du dieses und jenes und, ja. Also ich glaube, das ist kein günstiges Auto. Nee, okay. Noch eine andere Info hier kurz am Rande, weil ich sie gerade noch aufgemacht habe. 3% der Weltoberfläche wäre tatsächlich Russland. Okay, gut. Also Russland ist ein bisschen mehr als 3%. Ja, und wenn ihr es euch gut vorstellen wollt, schaut auf dem Globus und nicht auf einer Weltkarte nach, weil auf einer zweidimensionalen Weltkarte sieht Russland immer viel größer aus, als es ist, ja. Weil es halt nach oben hin verzerrt wird, ne? Es ist ungefähr anderthalb Mal die USA. Okay. Das ist schon heftig. Das ist schon echt viel. Das ist schon viel. Aber wie wir vorhin schon meinten, so um den Effekt zu erzielen, überhaupt muss man ja nicht direkt 3% machen, sondern alles, was hilft, hilft. Genau, ja. Und wer weiß, wenn man da einmal die Produktion laufen hat, also ich meine, wir können ja auch 1000 Meter hohe Wolkenkratzer bauen, da ist auch viel Glas verbaut. Das stimmt, aber ich glaube, dass so eine Front von so einem Wolkenkratzer nicht mal ansatzweise auch nur 1% der Weltoberfläche ausmacht. Nee, aber wir können ja auch ganz viele Wolkenkratzer bauen, so in einem Jahr. So ist es ja jetzt auch nicht. Also wenn man es will. Und Wolkenkratzer haben einen finanziellen Anreiz, gebaut zu werden, weil Immobilien halt Wert haben, den Leute gerne bezahlen. Und Klimaschutz hat einen Wert, den viele leider nicht gerne bezahlen. Und das ist genau das Problem, warum wir Menschen das einfach nicht gebacken kriegen, weil wir einfach dafür das falsche System haben. Weil halt diese Kosten des Klimawandels nicht in unserem Geldsystem, Wirtschaftssystem mit einfließen. Die fließen schon ein, aber halt nicht jetzt, sondern dann später erst. Und dann wird's halt richtig teuer. Ja, vor allem. Und es ist so, das ist so Kosten sparen auf Raten so gesehen. Die so, ja, wir machen jetzt die ein bisschen günstigere Energiegewinnung. Lass noch ein bisschen Kohle ausbuddeln, das funktioniert gut. Das ist jetzt geil und dann in 100 Jahren beißt dir ein Arsch für, wirklich. Ja, vor allem halt bezahlt es halt bezahlt es nicht derjenige, der es ausgelöst hat, sondern die Allgemeinheit. Genau. Naja, die Allgemeinheit und dann auch die nächsten Generationen der Allgemeinheit. Genau. Also es ist so, erstens nicht du, sondern irgendwie dein Urenkel, aber dann auch nicht mal der, sondern der nur zum Teil und alle anderen Menschen auf der Erde auch. Ja, ich glaube, so krass ist es gar nicht mehr, dass das jetzt erst die Urenkel betrifft. Ja, also ich glaube schon, dass das schneller kommt, als man denkt. Das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Das ist aber natürlich immer auch eine Frage. Ich glaube, es wird halt immer schlimmer über die Zeit. Ja. Man wird nicht so an den Punkt kommen, wo man sagt, so gut, wir verhalten uns jetzt mal klimatechnisch ein bisschen scheiße. Und in 30 Jahren oder so ist dann halt einmal kurz Klimawandel. Dann muss dann die Weltbevölkerung einmal hart blechen. Und dann, wenn sie dafür geblecht haben, dann ist halt wieder in Ordnung. Ja. Das ist so ein dauerhaftes Problem, was man sich schafft. Und das ist halt das Ding. Ich glaube halt, dass wir, also unsere Generation erlebt das safe noch. Ja. Also wir erleben es ja jetzt schon. Überleg dir mal, was es jetzt schon für einen Abfuck im letzten Jahr allein gab. Ja,
Ja. Deswegen. Oh, ja. Aber wir Menschen sind einfach schlecht darin, Sachen zu erledigen, die erst in ein paar Jahren irgendwie nötig oder wo man erst in ein paar Jahren die Auswirkungen merkt. Ich merke das ja selbst, wenn ich keine Deadline habe, wenn ich irgendwas machen muss, mache ich es nicht. Ja, oder Gesundheit ist ja auch so ein Ding. So, ja. Die meisten gebildeten Menschen wissen ganz genau, wie sie sich verhalten müssten, um einen gesunden Lebensstil zu führen. Keine Drogen nehmen, gesunde Ernährung, Sport, dies, das, weiß man alles. Ja, und es ist, niemand sagt so, huch, das ist jetzt aber eine neue Information, wenn man ihm sagt, naja, wenn du regelmäßig Sport machst und dich gesund ernährst, lebst du sogar länger, man glaubt es kaum, ja. Aber da man, weißt du, ob ich jetzt 80 oder 85 werde, das ist ja eh so weit in der Zukunft, das merke ich ja nicht sofort, du beißt ja nicht in den Burger und fällst dann tot um. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo die, wo die Menschheit dann sagt so, ja, scheiß drauf, der Burger bringt mich jetzt auch nicht um. Und dann ist es halt noch einer und noch einer und noch einer und irgendwann rums. Ja, das sitzt tief drin einfach. Das ist menschliches Verhalten leider. Ja, leider. Und auch ein Verhalten, das natürlich Intel, AMD und Nvidia. Ja, ich habe auch ganz schön überlegt. Vor allem Intel gerne an den Tag legen. Ach, neue superschnelle ARM-Prozessoren von Apple, die kaum Strom verbrauchen, um schnell zu sein. Scheiß drauf, können wir ja in 3 Jahren dann irgendwann auch welche entwickeln, aber bitte noch nicht jetzt. Nee, Quatsch, wir müssen mal noch ein bisschen über die Intel, AMD und Nvidia-Kiste auf der CES quatschen. Die hatten nämlich alle drei fette Keynotes. AMD, wenn mich nicht alles täuscht, um 7 Uhr morgens Ortszeit. Kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, ob die irgendwie aus Corona-Gründen extra nicht wollten, dass da viele Leute hinkommen, aber wer in Las Vegas um 7 Uhr morgens eine Keynote macht, der hat, glaube ich, die Stadt nicht richtig verstanden. Warum? Das ist, bevor du ins Bett gehst, noch kurz die Keynote mitnehmen. Einmal die Nacht durchs Casino durch, ja. Dann da einmal den Las Vegas Boulevard hoch und runter und dann vorm Pennen gehen nochmal kurz zur Kino und aufs Messegelände. Ja, warum nicht? Das ist der Plan, damit die Leute schon richtig beschwipst sind, so einfach. Ja, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja? Ist ja auch ein spannendes Thema, wo wir hier gerne im Crewcast drüber reden. Die Entwicklung mit den Prozessoren, Apple versus Intel und AMD, so, das ist ja gerade irgendwie der große Krieg, der hier irgendwie in der Chip-Industrie ansteht. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, viel irgendwie über diese Ankündigung auf der CES rauszufinden, ne? Von Intel, Nvidia und AMD. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist hardcore unübersichtlich, ne? Also, ich glaube, irgendwie Intel alleine hat 25 neue Prozessoren oder so vorgestellt. Von AMD gab es auch einen Haufen verschiedene Sachen. Und dann, ja, das ist ein bisschen schneller als das und im Vergleich zu der und so und hast du nicht gesehen. Ja, da ist einiges vorgekommen. Von daher, seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier und da vielleicht ein kleines Detail nicht ganz faktisch korrekt wiedergebe. Im Endeffekt bin ich aber reingegangen in die ganze Nummer mit der Frage, merkt man jetzt was? Wurden die irgendwie von hinten angestichelt? So, hat das einen Effekt, dass jetzt diese neuen Apple-Chips auf dem Markt sind? So, geben die sich jetzt Mühe, da irgendwie zum Überholen anzusetzen? Oder wie gehen die damit um? Das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, wir können einfach mal mit Nvidia anfangen, da ist die Lage eigentlich am klarsten. Ne? Die haben im Endeffekt 2 neue Notebook-Grafikkarten vorgestellt. Einmal die RTX 3080 Ti und die RTX 3070 Ti. Die sollen jetzt einfach dasselbe in noch schneller sein am Ende des Tages. Ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Was aber interessant ist, ist, dass sie bei ihrer Keynote den Vergleich zu Apple nicht gescheut haben, sondern ganz im Gegenteil sehr fleißig darin waren, alle Punkte aufzuzählen, in denen sie aktuell noch weit die Nase voraus haben. Das hat dann zu so einem wunderschönen Graph geführt, wo sie die Rendering-Zeit für so 3D-Umgebungen wie Blender oder so mal für verschiedene Sachen
aufgelistet haben. Und da hatten die dann teilweise so Sachen wie Blender Cycles, die dann irgendwie auf den letzten Generationen Nvidia-Grafikchips schon deutlich schneller waren als auf dem M1 Max, aber jetzt auf den neuen natürlich nochmal teilweise bis zu doppelt so schnell. Dann hier irgendwie so eine Anzeige so, wie lange dauert es, irgendein Beispielprojekt in Blender auszurendern in Minuten, und der M1 Max hat 153 Minuten gebraucht und die neue Nvidia-Karte nur 10. Also sehr, sehr, sehr viel schneller. Da wurden natürlich auch gerne ein bisschen getrickst mit Versionen, die dann noch nicht angepasst sind und so weiter und so fort. Aber sie haben einen Punkt, ich fand's interessant. So, nicht irgendwie groß rumheulen oder irgendwie die Konkurrenz ignorieren, sondern einfach auch mal zeigen, wo man noch die Nase vorne hat. Und es deckt sich auch so ein bisschen mit den Sachen, die ich rausgefunden habe, als ich mal den M1 Max hab antreten lassen gegen den Blender-Render-Computer von unserem 3D-Zauberkünstler. Weil der hat sich natürlich so eine fette Workstation aufgebaut, wo alles Mögliche drin ist, komplett auf 3D-Rendering optimiert. Und da hatte der M1 Max wirklich gar keine Chance. Also es war so nicht mal knapp. So, das war, wo man dann wirklich gemerkt hat, okay, in diesem Bereich bringt eine vernünftige einzelne Grafikkarte wirklich noch einiges. Und dass man so eine Power halt auch in einem Laptop haben kann, sofern man ihn an die Steckdose anschließt, ist halt cool. Ja, ich glaube auch, dass Nvidia da jetzt gerade noch das leichteste Spiel hat, weil sie halt auch die beste Ausgangslage hatten. Weil die Grafik ist nicht unbedingt, also so diese Grafikkartenaspekte sind halt beim M1 Max nicht so stark. So, ja. Also es sind auch stark, klar, aber es ist nicht so krass, wie eine dedizierte Grafikkarte zu haben. Das merkt man halt auch einfach in verschiedensten Benchmark-Tests, hatten wir jetzt auch rausgefunden so. Und dementsprechend war es, glaube ich, dann auch für Nvidia leicht zu sagen, so, hör, guck mal her, so, wir sind geiler als der M1 Max. Und halt auch echt mit Abstand. Es gab so einen Test, den sie auch gezeigt haben, so Redshift Rendering. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber es ist auch ein Rendering-Prozess, mit dem Apple selbst auf ihrer eigenen Webseite wirbt, dass der M1 Pro und M1 Max das sehr viel schneller können als die alten Intel-Computer von Apple. Und selbst da ist die RTX 3060, die du ja auch bei dir im Test mit drin hattest auf deinem Kanal, doppelt so schnell quasi wie ein M1 Max, und die neue 3080 Ti ist da fast dreimal so schnell, also auch nochmal eine gute Generation-zu-Generation-Verbesserung auf Nvidias Seite. Und ich glaube, die freuen sich gerade noch sehr darüber, dass sie in diesem Bereich da noch aktuell ihre Daseinsberechtigung nicht verlieren, zumal ja der Software-Support auch für Gaming und so, was ja auch für Grafikkarten häufig ein guter Kaufgrund ist. Ja, klar, die wenigsten kaufen sich das wahrscheinlich, weil sie eine krasse Blender-Animation machen wollen, sondern weil sie halt das neue, hast du nicht gesehen, Spiel auf 4K und in 120 Frames spielen wollen, so. Ja. Aber ich glaube, das ist gerade sowieso nicht Nvidias Problem. Also so irgendwie groß zu zeigen, dass sie halt schnelle Grafikkarten bauen können. Ich glaube, ihr Problem ist es halt eher, Grafikkarten zu bauen. In den Stückzahlen, in denen die Leute das haben wollen. Weil, ja, Verfügbarkeit ist. Ja, stimmt. Chip-Shortage und so ist ein großes Problem. Ich hatte auch so ein, zwei Videos gesehen, sie haben zum Beispiel auch noch die nächste Generation angeteasert. Das wäre dann die RTX 3090 Ti für die Desktop-Computer, so die neueste, schnellste, geilste Grafikkarte so von denen. Aber halt auch nur leicht angeteasert. Und in den meisten Videos, die ich gesehen habe, so von irgendwelchen Gaming-YouTubern, die da auseinander analysiert haben, wie viel Power man da aus dem Ding vielleicht rausbekommen könnte, war immer so, ja, mehr Infos wären nett gewesen, aber was wir wirklich brauchen, ist eigentlich eine Grafikkarte, die man wirklich kaufen kann. So, bringt dir halt nichts, wenn jemand sagt, so rein theoretisch könntest du mit dieser Grafikkarte nochmal doppelt so schnell sein. Ja. Aber viel Spaß beim Versuch, eine zu bekommen. Und das schafft Apple halt einfach, ne? Also ich weiß nicht, gibt es da schon Zahlen, wie viele MacBook Pros die jetzt verkauft haben von der neuen Generation? Sind die Quartalszahlen schon? Das weiß ich nicht, aber die Lieferzeiten sind meines Wissens nach entspannt. Ich muss mal gucken, das interessiert. Man geht so auf die Apple-Webseite und direkt am Anfang, so was voll groß angezeigt wird,
Apple Fitness Plus. Ja, dein neues Du. Und dann so, da weiß auch jemand, dass Neujahr ist. Ja, ja, ja. So auch überall in der Stadt hängen so Fitness, wie heißt nochmal? Ich kenne das Wort nicht mal. Fitness ist Plakat. Mir einfach fremd. Nee. Studio. Nee. Fitnessstudio, genau. Ich kenne das einfach nicht. Was ist das? Ich war da noch nicht, nee. Auch überall so Plakate von denen, so ist es halt die absolute Jahreszeit. Ja. Okay. Also du hast so knapp auf 16 Zoll MacBook Pro hast du gerade so 3 bis 4 Wochen Lieferzeit. Ja. So wie es für mich aussieht. Es gab da mal, also so, ich habe das gemerkt, weil so bei mir also im Umfeld haben sich sehr viele diesen Rechner gekauft. Und bei so ein paar gab es dann tatsächlich so 2 Monate mal Lieferzeit. Mhm. Aber es ist prinzipiell, bekommen sie es schon hin, eine große Stückzahl rauszuschicken. Währenddessen Jonas ist neulich komplett aus dem Häuschen gewesen, weil er zufällig im Mediamarkt eine Xbox Series X entdeckt hat und die sofort gekauft hat. Mhm. Er hat die gesehen, so, nehme ich. So, ohne zu zögern, so, weil die Dinger sind halt auch immer noch sau schwierig zu bekommen. Das stimmt. So. Ja, ja. Nee, weiß ich gar nicht. Ist mit dem M1 Max Laptop ist besser zu bekommen. Kannst du bestellen, dann hast du den. Ich muss aber übrigens auch noch mal eine Sache mal kurz negativ sagen über meinen heißgeliebten M1 Max Rechner. Mhm. Ich habe Probleme mit der Tastatur. Meine A-Taste klemmt. Brandneuer Laptop, die A-Taste klemmt. Super, oder? Echt? Ja. Krass. Sollte nicht so sein, ne? Also, das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich mir halt echt überlege, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Schicke ich das jetzt wieder ein, dass es dann erstmal 2 Wochen weg ist oder was? Habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ich benutze es fast nie nicht am externen Monitor, so gesehen. Und dann, keine Ahnung. Dann nutzt du halt auch die Tastatur relativ selten, ne? Ja, also ich habe diese A-Taste nicht häufig gedrückt, bevor sie hängen geblieben ist. Ah, das ist echt ärgerlich, so, weil ja, eigentlich müssten sie dir ein Austauschgerät geben und dann wird es halt repariert. Ja, aber ich werde mich mal beim Support melden, dann schauen wir mal, was passiert. Aber ja, war irgendwie ernüchternd. So, die ersten Monate so mit dem Laptop richtig, richtig geil und auf einmal, warum passiert nichts, wenn ich auf die A-Taste drücke? Ach, ich muss aus einem anderen Winkel auf die A-Taste drücken, sonst reagiert sie nicht. Ja, das ist wirklich peinlich auch für so einen Rechner. Na, 100%. 100%. Aber ja, gut. That's basically Nvidia. Die haben sich sehr über ihre 3D-Rendering-Performance gefreut und neue Laptop-Chips vorgestellt. AMD hingegen hat auch. Nee, AMD hingegen, lol. AMD hat auch neue Laptop-Chips vorgestellt. Vor allem die 6000er-Serie für Laptops. Und die soll jetzt auch ein Ticken effizienter sein, weil sie jetzt komplett auf 6 Nanometer basiert. Davor war halt alles 7 Nanometer. Wenn man den Produktionsprozess, den Fertigungsprozess kleiner macht, dann muss halt einfach weniger Strom fließen, um dieselben Switches sozusagen zu bedienen. Und das hilft auf jeden Fall schon mal extrem, hilft natürlich dann auch bei der Wärmeentwicklung. Gehen jetzt auch bis 5 GHz hoch. Und was das Spannendste eigentlich an denen ist, die haben jetzt eine neue integrierte Grafik, die auf derselben Architektur auch basiert, wie die Architektur, die sie für die Xbox und PlayStation im Endeffekt an den Start gebracht haben. Jetzt für die Next-Gen-Konsolen und soll auch ungefähr doppelt so schnell sein wie die, die sie in ihren alten Chips drin hatten. Das heißt, du kannst jetzt da mit integrierter Grafik teilweise echt stabil zocken. So, geil. Nur mit der integrierten Grafik. Finde ich sau stark, weil es halt auch dir möglich macht, so einfach einen normalen Computer zu kaufen, wenn du nur hin und wieder zocken willst. Weißt du, wenn du so jemand bist, der sagst so, ja, ich will eigentlich einen Windows-Laptop so, aber ich brauche jetzt nicht den fetten Gaming Acer Predator mit 5 Millionen RGB-Beleuchtungs-LEDs und fetten Lüftungsschlitz und hast du nicht gesehen. Ich will eigentlich einen Laptop und ach, wenn ich hin und wieder auch geil irgendwie dann das neue GTA zocken kann, wenn es rauskommt, dann ist halt nice, wenn du eine starke integrierte Grafik hast und für sowas sind die da. Sind die da, glaube ich, ganz gut mit am Start? Ich meine, vom Konzept her ähnelt das ja sehr dem MacBook auch. Ne? Weil das ist ja im Endeffekt beim MacBook auch eine integrierte Grafik, die du hast. Ja. Nur, dass du halt da nicht. Ist schon richtig. Ja. Keine aber Games halt, hast.
Genau, aber eine sehr, sehr starke integrierte Grafik, wenn man es jetzt im Fall vom M1 Max betrachtet. Ja, same. Das ist ja auch das Interessante. Also so Nvidia vergleicht ja im Endeffekt die Performance von einem dedizierten Grafikchip dann mit einer integrierten genau, Grafik. Genau, das ist eigentlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Apple. Ja. Obwohl am Ende des Tages meiner Meinung nach integrierte Grafik eigentlich the way to go ist, weil du dort halt viel effizienter unterwegs sein kannst als bei einer externen Grafik, weil halt weniger Dateien ja auch ausgetauscht werden müssen dann zwischen der CPU und GPU, beziehungsweise schneller ausgetauscht werden können. Aber gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Letzte Sache wollte ich noch kurz anmerken bei AMD. Die haben auch noch einen neuen Prozessor vorgestellt, der jetzt tatsächlich auf den Markt kommt mit 3D-Cache. Super nerdiges Thema, aber voll geil eigentlich. Ist im Endeffekt ein Fertigungsprozess und eine Architektur, bei der der Cache dann nicht neben dem Chip so mit drauf sitzt, sondern auf den tatsächlichen Grafikkern oben drüber. Du verringerst quasi die Distanz, die der Cache zu den tatsächlichen Rechenkernen hat und kannst nur durch diese neue Anordnung alleine schon 15% mehr Performance rausziehen. Also du packst eigentlich nur den Cache an eine andere Position, so im physischen Raum. Und das alleine bringt schon mehr 15% mehr Performance, finde ich übelst geil. Ja, das ist halt dann so richtig dieses Stück für Stück Evolution betreiben und einfach immer ein Stück nicer machen mit dem, was sowieso schon gegeben ist. Ja. Aber ansonsten gab es von AMD jetzt nicht den großen Paukenschlag, wo sie dann gesagt haben, ey, hier jetzt voll krass, auf einmal mega effizient, machen wir den M1 Max platt. Was ich noch interessant fand, ist, dass sie auch auf der Keynote nochmal stolz erwähnt haben, dass sie jetzt Intel abgelöst haben als Prozessorlieferant für Tesla. Das ist sehr interessant, man hat das ja auch gesehen, so die ersten Model Ys, die jetzt aus Shanghai kommen, haben jetzt nicht mehr diesen Intel Atom-Prozessor für das Infotainment-Display, sondern einen AMD Ryzen-Chip drin und es gab sogar schon ein, zwei Teardowns, aus denen man herausfinden konnte, dass wohl derselbe Grafikchip in diesen neuen Model Ys drin steckt, der auch im Model S und Model X Facelift zum Einsatz kommt. Also dieser fette Gaming-Chip, quasi eine Xbox Series X zum Mitnehmen von AMD, also basically der Xbox-Prozessor im Tesla, jetzt auch im Model Y, sehr wahrscheinlich in Zukunft auch im Model 3. Bin ich sehr gespannt. Also AMD war da sehr stolz drauf, hat das gerne nochmal erwähnt. Und ich finde es auch spannend, weil das bedeutet, dass wenn Tesla in Zukunft ihren Gaming-Service startet und dann irgendwie auch so fette AAA-Titel wie Cyberpunk und GTA und hast du nicht gesehen, dann auch wirklich nicht nur auf dem Model S und Model X verfügbar machen kann, sondern auch auf dem Model 3 und Model Y. Das ist echt mega geil. So, weil das muss ich sagen, das fuckt schon auch manchmal ein bisschen ab. Wenn ich die YouTube-App bei mir im Tesla öffne und ich mir so denke, Digga, was ist hier los? Ja, es ist wirklich so ein klassischer Fall von Überkompensation. So, du hast so einen Intel-Atom-Prozessor drin, wo dann halt die YouTube-App ruckelt im Tesla. Und ich meine, man kann über das Tesla-Infotainment ja schon generell sagen, dass es eigentlich eine halbwegs gute Performance hat. Aber solche Programme und auch die Spiele, die du im Tesla drin hast, ruckeln gerne hin und wieder oder laufen halt nicht smooth mit 60 FPS oder so, wie du dir das eigentlich vorstellst. Und jetzt haben sie sich gedacht, scheiß drauf, Digga, lass einfach eine Xbox Series X einbauen, let's go. Ja, also sie könnten ja auch einfach die Apps ein bisschen optimieren. Also ich glaube nicht, dass zu wenig Leistung vorhanden ist, sondern dass es einfach nicht geil optimiert ist. Ich möchte dich daran erinnern, dass der Intel Atom Prozessor, der da dieses Tesla Display betreibt, derselbe Prozessor war, der in diesem lüfterlosen 12 Zoll MacBook Air basically drinsteckt. Ich glaube, die haben dem damals noch mal einen anderen Namen gegeben. Aber dieser Computer war ja auch bekannt dafür, dass er die wenigsten Dinge wirklich flüssig machen konnte. Also, weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass man so eine YouTube-App dann im Zweifelsfall auch anpassen könnte. Weil, muss ja auch kompatibel mit dem YouTube-Backend und so weiter und so fort sein. Das kann auch nicht sein, ja. Aber gut, mit Optimierung kann man sicherlich noch ein bisschen was rausholen. Oder man sagt, scheiß drauf, Xbox einbauen, let's go. AMD ist mit da, AMD ist mit am Start und hat auch echt Bock. Aber weißt du, ich frage mich da, ob es nicht auch nach hinten losgehen kann, weil man merkt ja, dass genau diese Xbox-Chips gerade sehr heiß gefragt sind.
Und auch Xbox es nicht schafft, seine Konsolen in der richtigen Stückzahl auszuliefern und sich das dann halt in den Tesla reinzubauen, wo es ja auch noch viele andere Komponenten gibt, die auch schnell mal ausgegriffen sein können, ob das dann so clever ist. Also, ich habe gerade mal geschaut, die PlayStation 5 alleine wurde in den ersten 6 Monaten, warte, ja, 13,8 Millionen Mal verkauft. Ja. Tesla baut zurzeit im Jahr 900.000, knapp 1 Million, 900 irgendwas 1000 Autos. Mhm. Das heißt, die sind bei ihrer Anforderung, was diese Chips angeht, generell noch weit unter dem, was Microsoft und Sony eigentlich brauchen. Aber ja, habe ich mir auch schon gedacht, dass das vielleicht ein bisschen unclever sein könnte. Ich glaube aber, dass sie da eher langfristig denken und sagen so, okay, wir schauen halt, wie viele von denen wir ranbekommen, haben vielleicht auch einen exklusiven Vertrag oder so mit AMD geschlossen, der eine Mindestanzahl an Chips garantiert, die sie bekommen werden. Und da hast du auch nicht vergessen, so, dass die Chips für eine Menge andere Sachen halt auch noch benutzt werden. Also die kommen ja nicht nur in die PlayStation 5 und Xbox Series X, sondern die Gesamtproduktion, die AMD da am Laufen hat, geht da noch weit drüber hinaus. Da fällt Tesla wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht. Und wahrscheinlich ist Tesla auch so drauf, dass wenn sie diese Chips nicht bekommen sollten, dann hauen sie halt nochmal ein Atom rein. Ist ja egal. Ja. Ist wirklich so. Die haben wahrscheinlich noch so Atoms auf Lager und dann, ach komm, dann machen wir diese Woche nochmal Atom rein und nächste Woche geht's wieder mit dem anderen weiter. Das ist genau Tesla. Genauso würden sie es machen. Wirklich 1:1 so. Ich glaube, ihre Herangehensweise ist halt, desto früher wir anfangen, Autos mit diesen besseren Chips auszuliefern, desto mehr potenzielle Kunden haben wir in dem Moment, wo wir bei uns im Headquarter auf den Knopf drücken und den Gaming-Service per Software-Update launchen. Und solche Sachen sind ja extra effektiv, wenn du viele Leute erreichst. Also das ist, wenn du dann sagst, so Tesla Gaming Service now available, und dann sagen halt die reichen Model S und Model X Besitzer, haha, hier funktioniert voll geil, und die breite Masse der Tesla Owner denkt sich halt so, ja, okay. Aber wenn man dann zeigt, so ja, auf neueren Model 3 und Model Y läuft es halt auch, ist halt. Und bringt natürlich auch tendenziell mehr Geld ein. So, ich glaube, die Herangehensweise da ist halt auch so ein bisschen gut, dann bauen wir da halt irgendwie noch mal extra $400 irgendwie an Hardware-Wert in Form von einem Chip ins Auto rein, haben dafür auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, langfristig echt viel Geld mit zu verdienen, weil uns diese Chips halt Entertainment auf einem anderen Level erlauben. Ja, aber $400 wird es ja nicht kosten, dieser Chip. Keine Ahnung, was das genau niemals kostet. Also ich weiß, dass Sony und Microsoft mit ihren $500-Konsolen Verlust machen. Aber da ist ja auch viel anderes drin. Aber da sind auch viele andere Hardware drin, das ist natürlich klar. Ja. Also wird schon über $100 kosten, aber 400. Ja, das war also grob geraten, wahrscheinlich komplett daneben. Wahrscheinlich ein halbes Jahr Abo. Wer hätte es schon wieder rausgeholt? Für Tesla. Ja. Das ist doch safe ein Abo-Modell, was sie machen, wenn sie diesen Gaming-Service launchen, oder? Das ist dann nicht so, Nein. Wenn du willst, kannst du jetzt Cyberpunk für 60 Euro kaufen, sondern das ist so, für nur 10 Euro im Monat kannst du jeden AAA-Titel auf deinem Tesla zocken. Und dann gibt es Leute, die kaufen sich gar keinen Gaming-PC mehr, sondern einfach ein Model 3, zocken zu Hause nicht in ihrem Zimmer, sondern sitzen unten an der Straße und zocken im Tesla. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber dann bekommst du irgendwann so im Nacken so einen Knick, weil du immer so zur Seite guckst. Ja, dann müssen wir noch Massagesitze einbauen. Ja, oder drehbare Sitze und drehbares Display. Ja, drehbares Display war ja mal für S und X irgendwie auf der Webseite sogar als Feature gelistet. Aber die sie bisher ausgeliefert haben, haben es nicht. Das kann man aber nachrüsten, habe ich schon mal gesehen. Das stimmt. Das geht auch bei Model 3 und Y relativ easy. Da kannst du so ein Gelenk einbauen und dann ist vielleicht leichter, tatsächlich ranzukommen als an eine Grafikkarte. Wahrscheinlich. Gut, musst halt nur ein 40.000 Euro Auto kaufen. Aber abgesehen davon. Es ist, ja, 40.000 ist jetzt ja auch echt das Minimum, was du bezahlen musst. Ja. Es ist ja sogar hochgegangen, der Preis, oder? Kostet es jetzt nicht 43.000, das Model 3? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig.
Doch, ich meine schon. 43.000 ist jetzt der Einstieg beim Model 3. Okay. Ja, Intel. Ne? Ja. Intel haben wir so maximal vom Thema abgekommen. Scheiß drauf, Digga. Guck mal, wir hatten heute noch nicht. Doch, wir haben schon ein bisschen über Apple geredet, aber es musste natürlich auch noch über. Bisschen musst du noch. Nee, Intel hat endlich die heiß erwarteten Mobile-Varianten von ihren neuen Prozessoren vorgestellt. Wir sind jetzt mittlerweile in der 12. Generation Alder Lake und nachdem sie die Desktop-Prozessoren vorgestellt haben, deren Herangehensweise ungefähr die war, wir machen den Prozessor größer, schneller und stromhungriger, was halt cool war, weil sie dann auf einmal wieder den schnellsten Prozessor auf dem Markt hatten, aber da der halt echt viel Strom geschluckt hat, aber in einem Desktop-Computer, mein Gott, muss halt der Wasserkühler drauf und let's go. Die Stromrechnung merkt es dann halt irgendwann später. Haben sie jetzt halt davon die mobile Variante rausgeholt. Und die mobile Variante ist ja die, wo alle irgendwie mit den Augen draufschauen, weil für einen Laptop macht das einen riesengroßen Unterschied, wie viel Hitze dein Chip produziert und wie viel Strom er verbraucht. Und diese 12. Generation an Alder Lake CPUs ist ja auch die erste Generation von Intel, wo sie jetzt anfangen, mit verschiedenen großen Kernen zu arbeiten. Also es sind nicht mehr alles einfach nur derselbe Kern achtmal auf den Chip und let's go, sondern in der 12. Generation gibt es jetzt auch zum ersten Mal Effizienzkerne und Performancekerne, die halt dabei helfen sollen, dass du weniger Strom verbrauchst, wenn du einfachere Aufgaben machst. Ja, wird sich zeigen, wie viel das tatsächlich für die Mobile-Chips bringt. Sie waren sehr vorsichtig damit, was sie da alles als Message im Endeffekt rausgehauen haben. Sie hatten kein Problem damit zu erwähnen, dass die neuen Chips noch mal schneller geworden sind. Also jetzt bis zu 40% schneller teilweise, was ich echt einen krassen Schritt finde, so von Generation zu Generation. Also ist man von Intel sonst so nicht gewohnt. Aber wie viel diese Effizienzkerne tatsächlich bringen, man wird es sehen. Man wird es sehen. Also diese Base-Verbräuche, die da dann gerne für Prozessoren angegeben werden, die sind nach wie vor relativ hoch. Also auch für diese Laptop-Chips liegen die ungefähr bei 45 Watt. Zur Relation, so ein M1 Max, wenn du nur die CPU oder M1 Pro ist ja dieselbe CPU, wenn du nur die CPU ohne die Grafikseite komplett ausmaxst und wirklich alles reinhaust, was geht, den Prozessor so hart arbeiten lässt, wie er irgendwie kann, da bist du ungefähr bei 30 Watt Peak Strom, den der zieht. 45 Watt wäre bei Intel jetzt so der Verbrauch, Minimum, den du hast, wenn der Chip nichts tut. Und wenn er viel tut, soll er so bis zu 115 Watt ziehen. Also nach wie vor immer noch sehr, sehr viel mehr. Interessant fand ich aber, dass auch Intel sich nicht davor gescheut hat, den M1 Max auf eigenen Keynote-Slides einzublenden, um mal so ein bisschen zu zeigen, so wo sind unsere Prozessoren, wo sind so die von Apple. Und sie haben so einen relativ ähnlichen Graph rausgeholt, wie den Apple ja auch bei der eigenen Keynote gerne benutzt hat, dieser Power-to-Performance-Graph, wo man dann so einen Strich reinmalt, wo man sieht, so viel mehr Strom wird gezogen, wenn man so viel mehr Performance haben möchte. Und sie haben tatsächlich... Ja, aber es müsste doch eigentlich schlecht laufen für die dann, oder? Ja, tatsächlich, es gibt zwei Sachen, die ich anzumerken habe zu diesem Graph. Erstens, der fängt erst bei 15 Watt an und dieser ganze untere Bereich, in dem der M1 Max arbeiten kann für leichte Aufgaben, den haben sie einfach ins Nichts ausgefadet. Also sie schauen sich nur den Bereich an, wo es für Intel dann langsam interessant wird. Aber man muss auch tatsächlich dazu sagen, dass sie den Graph für ihren neuen Intel Core i9 129 oder 12.900 HK, sorry, diese Prozessornamen immer, für den so eingezeichnet haben, dass sie tatsächlich behaupten, dass sie bereits bei 30 Watt Power Draw, also wenn du nur 30 Watt in den Prozessor reingibst, dass sie da schon schneller sind als ein M1 Max. Aber ich denke, der nimmt mindestens 45 Watt, hast du doch gerade gesagt. Ja.
Das ist auch die Angabe für den, aber der Graf behauptet anderes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde den Graf komisch. Der Graf sieht suspekt aus, um es mal so zu sagen. Aber ich möchte jetzt auch nicht aus Prinzip irgendwie direkt weghaten, weil, keine Ahnung, wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Sie behaupten wilde Dinge, aber wir werden es sehen. Ja, also ich muss sagen, ich finde es ja sowieso sehr cool, dass der M1 Max da jetzt so für Konkurrenz sorgt, weil das belebt einfach die Szene. Und man merkt halt dann jetzt schon an sowas, dass die Reaktion ja schon relativ schnell jetzt kommt. Ja, na, aber auf jeden Fall. Es wird sich dann natürlich zeigen, ob das jetzt mehr so aufgebauschtes Blabla ist oder ob da auch was dahinter steckt. We will see. Aber genau das sieht man ja meistens auf den Messen dann sowieso nicht. Ja, und der kommt dann halt auch erst so dann in einem halben Jahr, kannst dann irgendwie dann die ersten Produkte sehen, wo er drin ist. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ein paar Varianten von dem kommen tatsächlich auch schon schneller raus. Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Februar habe ich irgendwo gelesen, dass was rauskommt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das auch für den i9-12900HK gilt oder ob das dann schon wieder ein anderer ist. Ja, das ist die Frage. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Man kann auf jeden Fall die Augen drauf halten und mal gucken, was da passiert. Ich finde es gut, dass sie da so ein bisschen angestachelt wurden und hoffe von ganzem Herzen, dass dieses Ding den M1 Max platt macht, weil das bedeutet, dass Apple dann das wieder nicht auf sich sitzen lassen wird und mit einem noch geileren Prozessor zurückschlagen wird. Ja. So, die Augen drauf halten, kann man auch auf das nächste. Ich wollte die ganze Zeit. Der ist gut, mach zu Ende. Die Augen drauf halten kann man auch bei unserem nächsten Thema. Und zwar ist das PlayStation VR 2, ein Virtual Reality Headset für die PlayStation. Neu herausgekommen, auch auf der CES jetzt. Yes, und mega Überraschung, ne? Da hat niemand mit gerechnet. Also so aber im PlayStation-Bereich nicht, im VR-Bereich nicht. So, man hat so ein bisschen gehört, so wie stiefmütterlich Sony dann auf der PlayStation 5 auch den Support von der PlayStation VR 1 gehandelt hat. Und man war eigentlich fast schon so im Mindset, ja, das war's jetzt mit Virtual Reality für die PlayStation. Ja. Aber VR 2 sieht geil aus. Aber viel hat man nicht gesehen, fand ich. Viel ist es nicht. Also, den Controller hat man auch nur so ganz so in so einem schwarzen Bild so leicht angedeutet gesehen. So, sie haben gesagt, es gibt ein paar interessante Input-Methoden. Eye-Tracking zum Beispiel. Jo, aber ein Spiel wurde dann noch gezeigt, aber viele Infos haben die jetzt nicht rausgerückt, fand ich. Es gab ein paar Specs. Was ich zum Beispiel mega nice finde, ist, dass sie OLED-Displays verbauen, was man in letzter Zeit immer seltener gesehen hat im Virtual-Reality-Bereich. Also die meisten großen VR-Player haben sich von OLED verabschiedet und sind so Richtung LCD wieder gegangen. Finde ich aber blöd, weil gerade für Virtual Reality ist es halt echt geil, wenn du schwarzes Schwarz haben kannst. So, wenn du in so einer futuristic Weltraumumgebung oder so rumfliegst und es ist halt alles wirklich schwarz-schwarz und dann kommen irgendwelche Sterne oder sonst irgendwas dann da, dir da hell entgegengeleuchtet. Das ist schon saugeil. Es soll 120 Hertz unterstützen, was ich auch mega cool und wichtig finde für ein VR-Headset. Und die genaue Auflösung von den Displays haben sie auch gedroppt. Ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, aber es waren auf jeden Fall pro Auge über 2000 Pixel dies, das. Also in der Breite und Höhe. Warte, ich muss nochmal genau 2K quasi. Zweimal nein, nein, zwei. Nein, 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 warte, warte. VR2 Resolution. Lassen wir das mal gerade kurz gucken. Nee, es ist quasi doppelt so viel, wie sie bei der PlayStation VR 1 hatten. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass VR bei der, also VR 1 quasi nicht so gut gelaufen ist und dass sie dann deswegen das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Aber jetzt man gerade merkt, dass dieser VR-Markt eigentlich so richtig gerade erst ins Rollen kommt und dass sie da jetzt auch einfach mitspielen wollen. Also pass auf, ich habe die genaue Auflösung drauf. Es sind 2040 mal 4000 Pixel. Ach was. Ein Auge macht 2000 mal 2040 und beide Augen zusammen sind dann quasi 4000 mal 2040. Okay. Ja, finde ich fair. Kann man machen.
Klingt gut, ja. Also noch mehr ist natürlich noch besser, aber ist in Ordnung. 120 Hertz, OLED und dann die Auflösung noch, das kann gut werden. Und sie haben ja auch noch ein paar andere Sachen rausgehauen, die sie jetzt verbessern wollen bei der nächsten Generation, weil PlayStation VR 1 war ja aus guten Gründen nicht ganz so erfolgreich, sag ich mal. Ich glaube, einer der größten Punkte war dieses ganze Controller-Setup mit, du hast irgendwie diese leuchtenden PlayStation Move-Controller irgendwie noch teilweise am Start. Ich glaube, zwischendrin hatten sie noch mal andere rausgebracht, bin mir nicht ganz sicher. Aber sie hatten ja auch an dem Headset diese leuchtenden Punkte dran und du hast so eine PlayStation-Eye-Kamera gebraucht, die dann dich gefilmt hat, um das Headset zu tracken. Und diesen ganzen Käse haben sie jetzt komplett über den Haufen geworfen und machen jetzt ein Headset-based Tracking. Das heißt, das Headset selbst orientiert sich im Raum, kann seine eigene Position bestimmen und auch die Position der Controller wird aus dem Headset heraus bestimmt. Weil die Controller hast du ja eh um dich rum, irgendwo, so an deinem Körper, eigentlich immer in Sicht vom Headset. Und dann kann das Headset auf die Controller gucken und sehen, wo sind die gerade. Was natürlich viel geiler ist, als wenn du irgendwo Sensoren und sonst was aufstellen musst. Das ist gerade für so eine Konsole mega wichtig, weil du willst einfach an deinem Fernseher nicht so viele Kabel hängen haben, dann da noch irgendwo eine Kamera positionieren müssen und dies und das. Das ist schon immer bei diesen Infrarot-Dingern. Ich weiß nicht, wofür brauchte man die noch immer? Ich weiß noch, früher gab es auch immer so HTC Vive hat diese Infrarotboxen auch für so gehabt. Auch für so Fernbedienungen gab es das manchmal. Nintendo Wii hat auch diese Sensorbar gehabt, die Infrarotlichter so in den Raum geschossen hat. Obwohl, nee, ich glaube, die Sensorbar war tatsächlich nur zwei leuchtende Punkte und der Blaster war quasi in der Wiimote drin. Also es war da eine umgekehrte Kiste. Man konnte, glaube ich, sogar diese Sensorbar wegpacken und stattdessen zwei Kerzen im genau richtigen Abstand auf die TV-Konsole stellen. Die haben dann auch genügend Infrarotlicht ausgegeben, dass die Remote das erkannt hat. Also falls man diese Wii-Sensorbar hässlich fand, konnte man sich einfach zwei Kerzen hinpacken. muss halt immer anzünden, wenn du zocken willst. Erstmal die Kerzen anmachen. Ja, stelle ich mir auch ein bisschen stressig vor, aber ja, für die Romantiker dann. Nee, aber das ist halt schon cool, weil es halt das ganze Konzept simpler macht. Ne? Du setzt dir dann einfach das Headset auf. Wahrscheinlich hat es so ein Stromkabel oder irgendwas. Ja, hat es. Haben sich auch ein paar drüber aufgeregt, die dann so meinten, ja, ganz ohne Kabel ist doch viel geiler. Oculus Quest, so dies, das, so, die können das ja auch alle so Standalone-Headsets, so brauchen kein Kabel. Aber ich muss sagen, mit Kabel, klar hast du halt als für die Kommunikation zwischen dem Headset und der Konsole nochmal ein Ticken weniger Delay, was, glaube ich, hilft. Aber auf der anderen Seite ist halt auch Stromversorgung, ne? Also wie stellst du es dir halt vor, wenn du irgendwie 2-3 Stunden in so einem VR-Game drin sein willst und der Akku muss es halt mitmachen für das ganze Headset, dann mit der Auflösung, mit integriertem Tracking für die Controller und so weiter und so fort, das macht halt gezwungenermaßen das Headset größer und schwerer. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine bessere Idee ist, einfach ein Kabel aus dem Headset rausgehen zu lassen zur PlayStation. Und dann kannst du das Ding halt noch einen Ticken kompakter machen. Weil Design haben wir halt auch noch nicht gesehen, ne? Also finales Design. Ja, das ist das Ding. Also auf den ganzen Thumbnails war mal das alte Headset drauf zu sehen. Also bin mal gespannt, wie das aussieht. Es sollte ja dann dadurch, dass auch keine Akkus und so drin sind, dann auch ein bisschen leichter sein. Ja. Hoffe ich mal. Ja. Aber also ich finde es cool, so klar, die Frage ist halt auch, wie sehr du dich im Raum bewegst, ne? Weil wenn du jetzt so ein Spiel hast, wo du wirklich stehst und so läufst, dann ist das echt nervig mit dem Kabel. Aber ich glaube, ich stelle mir das bei der PlayStation 5 nicht ganz so krank vor, sondern dass es vielleicht weniger mit Herumlaufen zu tun haben wird. Wir werden es sehen. Also das ist halt Software-Support ist natürlich am Ende des Tages immer so das Ding. Welche Games kannst du dann alles in VR zocken und welche nicht? Machen die da vielleicht auch nochmal einen größeren Push dann mit weiteren Entwicklern, die Virtual Reality Games entwickeln? Wird durch die ganze Metaverse-Geschichte nicht vielleicht sowieso in Zukunft mehr Virtual Reality Game-Stuff entwickelt? Wir werden sehen. Ich fand es einfach super cool, dass sie VR nicht sterben lassen auf der PlayStation, sondern nach wie vor Bock haben und sich scheinbar auch echt viele Gedanken drum gemacht haben, wie sie ihr Headset besser gestalten können.
Ich meine, das kann halt auch zukünftig für eine Konsole so ein richtiger Selling Point sein, ne? Wenn das VR, der VR-Aspekt halt gut umgesetzt ist, kann das halt etwas sein, wo sie sich halt von anderen Konsolen sehr gut absetzen können, sobald dafür eine wirkliche Nachfrage entsteht. Und das kann halt sein, dass es in den nächsten Jahren passiert. Ja. Weil man merkt ja, dass dieses Thema auf jeden Fall mehr in den Mainstream gelangt. Und deswegen sind auf jeden Fall in einer guten Position. Weil diese Standalone-Headsets, die du halt hast, die ohne irgendwas zusätzlich funktionieren, die können halt viel, was so Entertainment und sowas angeht. Aber jetzt für richtiges Gaming ist es halt so mittel. So einfachere Spiele, klar, kann man zocken, Minigolf, dies, das. Aber du kannst jetzt da nicht irgendwie das neue Super Racing Game in Virtual Reality oder so zocken. Das ist halt nicht drin, von der Performance her. Und dann hast du auf der anderen Seite halt die richtigen VR-Games, sage ich mal in Anführungsstrichen, wo halt Grafik und dies, alles, was dazu zählt, halt wirklich aufs Maximum getrieben wird. Aber da ist dann die Einstiegshürde halt mega hoch, weil du brauchst halt nicht nur den Gaming-Rechner mit genügend Power, sondern auch noch das Headset dazu on top und musst es halt alles aufeinander anpassen und abstimmen und anschließen und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, Sony ist halt echt in so einem Bereich, wo sie dann einfach sagen können, ja, Digga, wenn du eh eine PlayStation hast, kannst halt das Headset noch holen und dann bist du direkt set and go und hast quasi dieselbe Performance, die du aus so einem fetten Gaming-PC-Setup rausziehen würdest in Virtual Reality. Oder wenn du halt auch einen Markt betrachtest, wo Leute nicht so häufig ihren eigenen Fernseher haben oder keinen so großen Fernseher haben, wie zum Beispiel Japan oder generell asiatischer Markt, gibt es ja viele Leute, die auf sehr engem Raum leben. Und da ist ja zum Beispiel auch die Nintendo Switch mega, mega stark, weil das halt einfach eine Konsole ist, mit der du AAA-Games so gesehen, also natürlich nur die Nintendo-Sachen, aber halt richtig gute Spiele auch zocken kannst, ohne dass du überhaupt einen Fernseher brauchst. Und dann zu sagen, ja, scheiß auf den Fernseher, kauf dir halt die PlayStation und kauf dir das VR-Headset und let's go, dann ist der Fernseher unendlich groß, ist halt auch eine coole Sache. Stimmt, ja, also das könnte sogar auch für die PS5 dann Selling Point sein, dass die generell mehr Leute, die sich kaufen, die sich die sonst nicht kaufen würden. So. Ja, und PlayStation ist ja auch im japanischen Markt so oder so mega stark. Also die sind ja ultra, ultra stabil. Das ist, glaube ich, da haben sie den größten Marktanteil, glaube ich sogar, von allen Nationen, wenn mich das gerade nicht täuscht. Müssen wir auch nochmal googeln, aber kann gut sein, ist ja auch deren Heimatmarkt dann quasi. Ja. Sony ist ja japanische Firma. Okay. Yes. It's a wrap, glaube ich, oder? Wir haben einfach alles abgefrühstückt. Einmal hier den ersten Crewcast des Jahres durchgefeuert. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alles. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ja, oder? Vielen Dank auch an Felix. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.